Einen schönen guten Abend. Ich bin schon wieder ein bisschen eher dabei. Also eher da, weil Facebook wieder etwas umgestellt hat und ich sicher gehen wollte, dass es funktioniert. Aber es schaut gut aus. Die Anja sieht mich und hört mich wahrscheinlich auch. Hallo Sandra. Dann passt alles super. Demnächst wird nämlich Zoom abgeschaltet bei Facebook. Also dann kann ich nicht mehr über Zoom zu euch live kommen, sondern muss das direkt über Facebook machen. Hatten wir beim letzten Kurs auch schon, weil es für die neuen Gruppen auch noch nicht frei, also nicht mehr freigeschaltet war. Also kriegen wir alles hin, aber heute noch mal so. Hallo Anna, du schon wieder? Ja, genau, kann ich auch sagen, du schon wieder. Hallo Karina. Also wunderbar, dass die Technik funktioniert, dass ich die Kommentare lesen kann, dass ihr mich seht und hört und wir warten wieder ein bisschen, bevor wir loslegen mit einem ja nicht ganz so schönen Thema, aber ich finde auch ein sehr wichtiges Thema. Sandra, wie geht es dir? Lange nicht gesehen. Siehst gut aus. Dankeschön. Haare geschnitten. Haare geschnitten und ein paar Kilo abgenommen. Macht gleich ein bisschen was aus. Danke dir. Ja, mir geht's gut. Alles prima. Hallo Susanne, hallo Andrea, hallo Daniela, hallo Heidi, hallo Anke. Hallo Marianne. Hallo Pia. Ich habe hier drüben meinen PC wieder mit an, zusätzlich, weil ich mir da einiges abgespeichert habe, dass ich das nicht vergesse, euch zu sagen. Steht dir super. Und den Fellnasen, danke Sandra. Den Fellnasen geht's auch gut. Die liegen alle irgendwo kreuz und quer da hinten und da. Und drei Pensionshunde sind noch mit hier drin. Und ein Pensionshund, der heute erst kam und ein bisschen aufgedreht ist, der ist im Kindergarten. Ich hoffe, der Kindergarten steht hinterher noch, wenn ich dann nach 2 Stunden wieder rinterschaue. Aber den kann ich unmöglich hier drin mitlassen, wenn ich jetzt mit euch reden möchte. Christina, mal schauen, wie lange ich das heute durchhalte an Jux Geburtstag. Ja, aber er ist erst 5. 5, glaube ich, gell? Ups, ja, Anna. Also, es geht besser als erwartet tatsächlich, aber noch nicht so ganz optimal. Aber er ist ja heute auch den ersten Tag da. Wir grooven uns schon noch ein. Genau. Hatte ich irgendwo so im Hinterkopf, ne? Wobei, es gibt Hunde, die auch sehr früh sterben. Ich meine, wenn wir das Thema schon haben, ich meine, der Duke geht's gut, aber ich hätte bei meiner Kara mit 7 auch nicht gedacht, dass sie geht. Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden, ne? Dass es ja jeden treffen kann, egal wie alt der Hund ist. Hallo Silke. Aber natürlich, je früher, desto tragischer irgendwie, wenn die Hunde so ihr Leben erst vor sich haben. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Das entscheidet halt jemand anderes, ne? Wann die Hunde uns verlassen. Okay, 2 Minuten warten wir noch. Hallo Sabine. Sabine hat ja auch kürzlich erst einen Hund verloren. Sabine, ne, da haben wir noch Sterbebegleitung gemacht, aber da war es das Alter und absehbar. Trotzdem ist es immer schlimm. Ja, für den Menschen und auch für die anderen Hunde. Und deswegen werden wir auf jeden Fall auch darüber reden, wie können wir die anderen Hunde da einbinden. Oder auf was achten wir bei den Hunden? Auf den Gedanken, dass wir über das Thema mal bei einem Webplausch reden, bin ich ja eigentlich tatsächlich gekommen, weil die letzten Wochen extrem viele Hunde in meinem Umfeld gestorben sind. Aus Altersgründen, also mehr oder weniger erwartet oder damit kann man rechnen in einem gewissen Alter, wenn die Hunde auch noch krank sind dazu.
aber eben auch einige sehr unerwartet. Geplatzter Tumor. Einer ist vom Zug überfahren worden, Unfall. Einer meiner ehemaligen Pfleglinge, wer sich noch an den weißen Finn, an meinen weißen Engel erinnern kann. Ich habe immer gesagt, mein weißer Engel, der auch sehr plötzlich erkrankt und so relativ schnell gestorben ist. Deswegen war so der Gedanke, eigentlich müssten wir auch mal über dieses Thema reden. Moment, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich keinen Kommentar verpasse. Anna, redest du auch über solche Situationen, in denen man enorme Ängste aussteht, weil man Angst hat, dass genau das passiert? Finchen letzte Woche. Ja, können wir gerne auch drüber reden. Sabine, ganz schlimm, Kaya ist völlig daneben. Ja, ich habe von der Sarah, also dem Frauchen von meinem Finn, die haben ja auch meinen Pino. Wer Pino noch kennt, Pino war ein Hund, den ich eigentlich behalten wollte. Und dann kam Sarah mit Finn zu Besuch und wir haben hier alle gesagt, okay, eigentlich gehört er dahin. Pino ist auch ziemlich fertig. Frisst nicht mehr, ist tatsächlich ziemlich eingebrochen. Also man darf das nicht unterschätzen, dass das für an die anderen Hunde der Gruppe auch ein Rieseneinschnitt sein kann. Es muss nicht, aber es kann. Und das darf man in der ganzen Trauer um sein Tier nicht vergessen, dass man auch für die anderen eine Stütze sein muss. Und eine Stütze kann man aber nur sein, wenn man selber nicht so extrem in der Trauer hängt. Trauer ist wichtig, aber ja, man muss auch für seine anderen da sein. Aber reden wir noch drüber. Anja Selly war bis zum Schluss bei Rico und durfte intensiv Abschied nehmen. Hallo Regina. Ja, Abschied nehmen finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar Abschied nehmen, so wie es der Hund möchte, weil das ist sehr unterschiedlich und akzeptieren muss man alles. Ja, das ist eine Entscheidung vom Hund oder von den anderen Tieren. Katzen, die eng mit Hunden zusammen waren oder andere Tiere, die betrifft es ja genauso, aber man muss immer akzeptieren, dass da jeder anders ist und dass da jedes Lebewesen anders damit umgeht, wie wir Menschen ja auch. Sandra, ich komme nur ganz schwer mit den Verlusten klar. Ganz schwieriges Thema für mich, aber doch so wichtig. Ja, wichtig. Einfach auch, weil es, so wie wir damit umgehen, auch wieder eine Auswirkung auf unsere anderen Tiere hat. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man da vielleicht so ein bisschen mehr weiß. Anke, für mich ist es im Hintergrund immer aktuell. Ja, wenn man viele alte Hunde hat, ne? Bei mir ist es bei Pepe ja aktuell. Er wird 14, er ist im Moment gut drauf, aber du hast ihn ja kennengelernt, aber das kann sich halt auch schnell ändern. Wenn ein Neuer kommt und ich ihm alles zeige, verspreche ich immer, du musst nie wieder hier weg und später kommst du hier unter die Rosen zu deinen Schutzengeln. Ja, schön. Ich verspreche meinen Hunden immer, dass ich bis zum letzten Atemzug bei ihnen bin. Und wenn sie selber entscheiden, dass sie das nicht möchten, weil auch das ist ja ein Weg der Tiere, zu sagen, ich will gar nicht, dass mein Mensch dabei ist, dann muss man auch das akzeptieren. Da machen sich nämlich ganz viele Menschen Gedanken. Jetzt ist er einfach nachts eingeschlafen oder jetzt, ich war kurz einkaufen und jetzt ist mein Hund gestorben. Das ist was, was Hunde oder Tiere steuern können. Wenn die nicht möchten, dass man dabei ist, dann ist man nicht dabei. Wenn die möchten, dass man dabei ist, dann ist man dabei. Wenn man sie auf dem natürlichen Wege sterben lässt, ne? Wenn man sich entscheidet, einen Hund einzuschläfern, was ich gar nicht werten will, ich mache es nicht. Aber ich verstehe, wenn Menschen es nicht schaffen, bis zum Ende mit seinen Hunden, reden wir jetzt einfach mal von Hunden, bis zum Ende wirklich den Weg zu gehen oder der Hund selber den Wunsch äußert, dass man ihm helfen soll, weil er eben Schmerzen hat oder weil er möchte, dass man eben einfach dabei ist und hilft, dann ist es so. Aber wenn ein Tier entscheidet, alleine zu gehen in der Wildnis, gehen Hunde, die oder Tiere, die sterben, ja auch weg von ihrer Familie, verstecken sich irgendwo. Das machen Hunde ja auch und Katzen auch, dass sie dann vielleicht mal im Garten irgendwie sich unter Büsche, sich da zurückziehen. Ich finde, man muss alles akzeptieren. So, aber jetzt haben wir wieder einige Kommentare. Ergänzen, ich adoptiere nur Oldies oder ähnliches. Genau. Stefanie, hallo. Anna, ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, dass Ronja mir damals hinterher ist und so Kara wollte.
Das war eine ganz krasse Erfahrung und so schön für meine Kleine, dass sie sich verabschieden durfte, weil sie es wollte. Genau, Kara ist eine Hündin von mir gewesen. Anna arbeitet ja bei mir. Ronja ist ihre kleine, sie sagt, die Ausgeburt der Hölle ist einfach ihr kleiner Chihuahua. Und auch sie wollte sich von Kara verabschieden. Ja, hallo Yvonne. Susanne, meine Tiere dürfen immer voneinander Abschied nehmen. Als wir im September unsere Seniorkatze gehen lassen mussten, brachte ich sie mit nach Hause und die Hunde und die verbliebenen Katzen beschnüffelten sie und die Hunde legten sich danach längere Zeit neben sie, winselten und, warte, winselten und, wo sind wir? Und Coco sah immer wieder nach, ob sie sich wirklich nicht mehr bewegt. Ich ließ die Katze auch so lange liegen, bis es für alle in Ordnung war und sie die Katze alleine ließen. Erst dann wurde sie begraben. Sehr schön. Hallo, ich musste schon fünfmal Abschied nehmen, habe aber immer wieder einen neuen Ciao zu mir genommen. Ich habe es aber meinem jährlichen Hund nie anmerken lassen, dass ich ihn jetzt gehen lasse. Jeder meiner Hunde ist in meinen Armen eingeschlafen. Genau, also reden wir einfach mal drüber, was Sterben ist, beziehungsweise wie Sterben auf natürlichem Wege ablaufen kann. Haben Sie sich verabschieden können? Kapi ist jetzt bei Kalessi. Ja. Ich hoffe, dass Sie sich haben verabschieden können, Sabine. Ich hoffe, du hast deinen Bub mit nach Hause genommen und deine zwei anderen durften Abschied nehmen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Es mir gar nicht anmerken lassen kann ich leider nicht, weil ich eher sehr nah am Wasser gebaut bin. Man muss sich, nein, darum geht es auch gar nicht, Anja. Wenn wir trauern, trauern wir. Und du weißt nicht, was ich geheult habe, als meine Kara gegangen ist. Mein Paco, für die, die es nicht wissen, mein Paco wäre 16 geworden in dem Jahr, wo er gegangen ist. Obwohl es mein Seelenhund war, ist mir der Abschied von Paco leichter gefallen, sogar sehr viel leichter, weil er einfach sein Alter hatte und weil er glücklich gegangen ist. Der ist an dem Tag, der hat noch gefressen und 10 Minuten später ist er umgefallen. Fressen war sein Leben. Der hat noch seine Mahlzeit genommen, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil Hunde ja das Fressen einstellen, wenn sie sich auf dem Sterbeweg befinden. Sterben vollzieht sich in 5 Phasen und eine Phase davon ist, dass Essen eingestellt wird und später auch das Trinken. Das ist ganz normal. Das ist ja der Punkt, wo die Leute immer sagen, jetzt müssen wir ihn einschläfern, weil er frisst nichts mehr, er verhungert. Aber das ist ein normaler Prozess. Der Hund weiß, dass sein Körper ja nicht mehr wichtig ist. Er weiß ja, dass er auf dem Sterbeweg ist. Deswegen stellen die das Fressen ein. Das ist ganz normal. Hat Paco nicht. Paco hat bis zum Schluss gefressen. Paco hatte auf und ab. Auch das ist normal. Kann ich euch jetzt gleich ein bisschen erzählen. Genau, Sterbeweg. Es ist normal, dass sie irgendwann mal an diesem Scheideweg, wie es immer so schon heißt, stehen und sich entscheiden, ob sie weiter leben und noch Kräfte haben oder ob sie gehen wollen. Es gibt auch immer wieder ein Zurück. Es gibt immer die Möglichkeit, dass Hunde schon auf dem Sterbeweg sind, aber nochmal, es gibt eine Phase, die nennt sich die Entscheidung, nochmal entscheiden, wieder zurückzukommen. Es gibt 5 Phasen insgesamt. Die werden teilweise unterschiedlich benannt. Also ich habe das mit Entscheidung und so weiter gelernt. Es gibt auch ein Skripte darüber, dass das die Feuerphase und die Luftphase und die Erdphase und ich glaube, die Luftphase ist die letzte. Also es wird unterschiedlich benannt, aber man weiß aus der modernen Sterbeforschung, dass es 5 Phasen sind. Und der Hund kann immer sich entscheiden, nochmal Kräfte zu sammeln und zurückzukommen. Das heißt, es kennen vielleicht einige von euch, man hat einen alten Hund und es geht schlechter und man denkt, oh je, jetzt ist es bald soweit und dann rappelt er sich aber nochmal auf. Zum Beispiel, weil irgendwas in der Familie sich ändert, weil schon ein neuer Hund dazukommt, der nochmal so ein bisschen Leben reinbringt. Oder einfach, weil der Hund sagt, nee, ich will doch noch nicht, ich bin doch noch nicht so weit. Also er kann sich immer auch entscheiden, wieder zurückzukommen. Und so ungefähr war es bei Paco. Der hatte Phasen, bei meiner Donna übrigens auch, der hatte Phasen, wo man gedacht hat, okay, jetzt wird es wohl langsam soweit sein. Und dann war er auf einmal wieder fit. Und dann ging es wieder ein bisschen abwärts und dann ging es wieder ein bisschen aufwärts. Also der hatte immer so ein Auf und Ab. Und in der Woche, bevor er starb, der starb an einem Samstag, ich werde es nie vergessen, weil Samstag ist bei uns Trainingstag, da haben wir den ganzen Tag hier Training. Und er durfte immer entscheiden, ob er mit raus will zum Training oder nicht. Na? Und es gab ganz viele Wochen, wo er nicht mit raus wollte. Und in der Woche und dann immer mal wieder so einen Tag. Und in dieser Woche, als er am Samstag starb, wollte er jeden Tag raus.
Wir haben ja Montag Training, Dienstag Training, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Der wollte jeden Tag mal raus, ist eine Runde gelaufen und ist wieder rein. Und ich sage ja immer, alles im Leben macht Sinn. Man weiß es halt oft erst hinterher. Ich weiß, er wollte sich einfach von allen verabschieden. Also er wusste, dass er geht. Ich dachte, das ist wieder so eine Hochphase, mein geht's ihm gut. Jeder hat gesagt, boah, der Paco schaut aber gut aus. Guck mal, wie er da rumläuft. Der ist an einem Samstag, als er gestorben ist, tatsächlich noch mal jede Stunde raus, ist an Zaun, hat geguckt, wer da ist, ist wieder rein. Alle, die an diesem Samstag gesehen haben, konnten nicht glauben, dass der ein paar Stunden später gestorben ist. Und ja, es macht irgendwie im Nachhinein alles Sinn. Er hat einfach Abschied nehmen wollen, hier von seinen Kumpels, von seinen Freunden, von den Menschen, die er kannte. Und es war für mich tatsächlich okay, weil es ging schnell, er hat nicht gelitten, er hat gefressen, er ist noch ein paar Meter gelaufen, er ist umgefallen. Ja, was genau in dem Moment war, ob das ein Herzstillstand war oder keine Ahnung, ist auch egal. Aber es war ein nicht schmerzhafter, nicht leidender Tod, sondern er ist umgefallen. Und dann hast du gemerkt, dass das Herz aufhört zu schlagen. Und meine Cara mit 7 Jahren ist 10 Tage später gegangen, weil sie mit Paco mit wollte. Das klingt vielleicht für jemanden, der jetzt da nicht so in der Materie steckt, komisch, aber man hört immer mal, dass Hunde kurz hintereinander sterben, weil die eine sehr, sehr enge Bindung, eine sehr, sehr enge Beziehung haben. Und ich wusste, dass sie eine enge Beziehung haben. Aber dass es so eng ist, dass sie tatsächlich auch geäußert hat. Ich bin ja Tierkommunikatorin, ich mache ja auch Tierkommunikation und Sterbebegleitung, dass sie tatsächlich geäußert hat. Also der Satz ist mir immer im Kopf: Hier sind so viele Hunde und Paco ist ganz alleine. Lass mich bitte mit ihm gehen. Sie hat an dem Tag, also ab dem Tag, als Paco gestorben ist, aufgehört zu fressen. Sie hat nicht mehr gefressen. Sie war noch in der Klinik. Wir haben sie noch an den Tropf gehangen. Wir haben die nicht wieder aufpäppeln können. Dann ist sie noch operiert worden. Also man wollte nachschauen, ob organisch irgendwas nicht in Ordnung ist. Tatsächlich hatte sie einen Tumor, der die Darmwand durchbrochen hat, dadurch, dass sie eben auch nichts mehr gefressen hat. Also das hat dann alles ein bisschen zusammengespielt. Und zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich habe meinen Hunden versprochen, ich bin bis zum letzten Atemzug bei ihnen. Der Tierarzt hat mich aus der OP heraus angerufen. Also schaut so und so aus. Sie wird es nicht überleben. Wir lassen sie gehen. Und dann habe ich gesagt, nein, lassen Sie sie aufwachen. Ich will dabei sein, wenn sie geht. Und ich weiß, dass das auch viele vielleicht nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie ihr das so drüber denkt, aber viele nicht verstehen. Der Tierarzt hat es auch nicht verstanden. Aber es war für mich die richtige Entscheidung. Sie ist aufgewacht, ich war bei ihr, wir saßen in der Tierklinik noch 2 Stunden oder so. Ich hatte sie im Arm, wie sie dann tatsächlich gegangen ist. Aber ich konnte mein Versprechen einlösen, nämlich, dass ich bei ihnen bin, wenn sie gehen. Und das war für mich aber tatsächlich noch schlimmer, weil das so unerwartet kam. Und deswegen verstehe ich jeden, der seinen Hund unerwartet verliert, dass das tatsächlich auch ein Trauma sein kann. Ne? Wenn man sich darauf vorbereiten kann, ist es schon noch mal ganz anders. Schwierig immer, Trauer und schlimm, also ne, man trauert und es ist schlimm, es ist immer, aber so Dinge, die man nicht vorhersehen kann, sind, glaube ich, noch mal schwieriger. Aber auch deshalb finde ich es wichtig, dass man sich mal Gedanken macht, was ist, wenn sowas passiert. So, jetzt lese ich aber, bevor ich euch weiter erzähle, lese ich erstmal schnell die Kommentare. Moment, jetzt muss ich ziemlich hoch scrollen. Bei der Anja war ich. Okay, das kenne ich, bin genauso. Ja, man darf auch, ich finde es wichtig, dass man weint und ich finde es wichtig, dass man seine Trauer rauslässt und ja, dass man, es sind Familienmitglieder. Es ist ja nicht einfach nur ein Tier. Ihr alle, die in meiner Gruppe seid, ne? Das ist Familienmitglied. Wir haben unsere Hunde nicht, weil wir einfach nur einen Hund wollen, sondern weil es Teil von unserer Familie ist. Und dann ist es natürlich extrem schwer, wenn dann einer geht.
Okay, bei mir kommt der Tierarzt ins Haus und der Hund bleibt an seinem Lieblingsplatz. Ich erwarte auch vom Doc, dass er das akzeptiert, auch wenn es unbequem ist. Okay, da kann ich auch gleich was dazu sagen. Wenn man schon einschläfert, dann ja, sage ich auch immer, dann doch bitte nicht in der Tierklinik, wo der Hund, ich weiß, dass es immer weniger Tierärzte gibt, die nach Hause kommen. Aber überlegt mal, wie wenig Hunde gern zum Tierarzt gehen. Wenn man einen Hund hat, der gern zum Tierarzt geht, und dann gerne auf dem Tisch liegt. Okay. Aber den letzten Atemzug da zu machen, wo der Hund vielleicht ein Leben lang nicht gern hingegangen ist, ist für mich zum Beispiel auch eine ganz grausliche Vorstellung. Bei Kara war es auch so, aber ich hatte sie im Arm. Wir hatten da ein Zimmer für uns. Also die haben das dann akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich komme und sie sollen sie aufwachen lassen. Und haben mir dann tatsächlich auch ein Zimmer zur Verfügung gestellt, wo ich dann einfach bleiben konnte. Haben mir auch nochmal eine Beruhigungsspritze gegeben. Ja, na, da war es einfach so. Aber sie war in meinem Arm gelegen und gut ist. Aber da gehen zu müssen, wo man sein Leben lang nicht gerne war, finde ich jetzt eine schwierige, ich sage nicht schlimme, aber eine schwierige Vorstellung. Deswegen, wenn man einen Tierarzt hat, der nach Hause kommt, ist das natürlich top. Zum anderen auch deshalb, weil die Hunde oder Tiere, wenn sie sterben, eigentlich liegen bleiben sollten. Die Zellatmung arbeitet noch einige Stunden länger. Also der Herzschlag hört vielleicht auf, aber die Zellatmung arbeitet noch. Und man weiß, dass das wichtig wäre, dass die Hunde oder die Tiere da einfach noch in Ruhe liegen können. Mein Pago ist hier im Büro, hier wo wir jetzt gerade sind, gestorben. Ich habe ihn abgedeckt, habe eine Kerze daneben gestellt. Meine Donna ist zwei Räume weiter. Silvester vor 2 Jahren, 10 Minuten nach Mitternacht mit Feuerwerk gegangen. Auch die lag 2 Tage. Weil dann ja auch es gar nicht so einfach ist, Tierkrematorium und so weiter zu erreichen an solchen Tagen. Die lag da auch noch. Wir stellen eine Kerze auf, ich habe dann leise Musik laufen, dass wirklich alles gehen kann. Der Hund ist noch nicht tot, wenn sein Herz aufhört, sondern da arbeitet noch was. Und die Seele muss ja auch erstmal entweichen. Deswegen ist es auch beim Tierarzt immer so eine Sache, ne? Der wird eingeschläfert, ja, und dann wird er, ja, entweder bleibt er da liegen, wird aber dann weggebracht, weil das Zimmer ja schon wieder neu gebraucht wird, oder man packt ihn ins Auto und, na, also es ist einfach Trubel. Und eigentlich wäre es gut, wenn Tiere liegen könnten nach dem Sterben. Gute, warte mal, wo waren wir? Genau. Aber als ich dann alleine nach Hause kam, hat sich der zurückgelassene Hund in den Garten gestellt, den Kopf in den Himmel gerichtet und geheult wie ein Wolf. Es war für mich immer sehr berührend. Ja. Na, egal, ob die, also sie spüren ja trotzdem das, was ist. Abschied nehmen finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt. Wenn es jetzt irgendwas ist, wo man keinen Abschied nehmen lassen kann, es gibt ja auch Dinge, na, wo das jetzt dann einfach nicht möglich ist, auch dann spüren die das natürlich. Ute, ich musste jeden gehen lassen, als es wirklich nicht mehr ging, und leiden sollte keiner meiner Hunde, weil ich mich vielleicht nicht trennen wollte. Ganz wichtiger Punkt, Ute. Hunde können oft nicht gehen, weil die Menschen nicht loslassen können. Hunde würden leichter gehen können, wenn der Mensch loslassen kann. Auch das spricht sich so leicht, ich weiß. Aber das zu akzeptieren und zu sagen, du darfst gehen, wenn du möchtest, das ist was, was ich meiner Donna zum Beispiel immer gesagt habe. Beim Paco war es nicht nötig, der, ja, wie ich euch erzählt habe, das kam ganz plötzlich. Bei der Kara war es einfach dieser Sache geschuldet, dass sie dann in der Klinik war. Meine Donna hat angefangen, auf dem Sterbeweg zu sein im Oktober, ausgerechnet, während wir mit unserem Hundeverein einen Ausflug gemacht haben.
und am Eixdorfer Stausee waren und ich schon dachte am ersten Abend, die stirbt mir jetzt während dieses Ausflugs. Da ging das los. Komischerweise, also auch da wieder im Nachgang, macht total Sinn. Aber ich hatte damals das erste Mal meine Vajana dabei. Und Vajana war ja Pflegehündin. Und ich habe noch gesagt, wenn die sich bei dem Ausflug ordentlich benimmt, dann darf die vielleicht bleiben, weil sie ja echt ein toller Hund ist. Und ausgerechnet auf dem Ausflug, wo die Vajana so ihre Probezeit hatte, dachte ich, meine Donna geht. Und ich habe noch immer zu ihr gesagt, wenn du gehen willst, gehst du, aber du musst nicht gehen, weil jetzt ein neuer Hund da ist. Aber Donna wollte, dass Vajana bleibt. Die wollte das, auch das, wie gesagt, ich mache Tierkommunikation, auch das war ganz klar, dass sie eigentlich wollte, dass sie Vajana bleibt. Und dann habe ich immer noch gesagt, dann brauche ich dich aber noch dazu, weil Donna war unser Fräulein Rottenmeier, die hat hier sehr gut erzogen, alles und jeden. Und dann habe ich immer noch gesagt, ich brauche dich aber dazu, du kannst jetzt nicht gehen. Und dann hat sie sich tatsächlich nochmal aufgerappelt, obwohl ich an alle, die dabei waren, wissen das, dass ich an dem Morgen gesagt habe, ich denke, die Donna geht. Und dann waren es noch, naja, Oktober, November, Dezember und dann ist sie, Silvester ist sie dann gegangen. Und ich habe 2 Wochen, hat sich das hingezogen mit dem nicht mehr fressen. Also dieser normale Sterbeweg, der wirklich eigentlich vorbildlich bei der Donna abgelaufen ist. Nicht mehr fressen, dann irgendwann nicht mehr trinken. Und wichtig ist, dass wir ihnen sagen, du darfst gehen. Du musst nicht bleiben, weil ich trauere. Du musst nicht bleiben, weil ich traurig bin, sondern du darfst gehen. Ein ganz wichtiger Punkt, das so zu akzeptieren und den Hunden dieses Gefühl zu geben, es ist okay, wenn du gehst. Weil sonst halten die an was fest, weil sie Angst um uns haben. Und wenn ich Sterbebegleitung mache, und die Sabine kann das bestätigen, es war ja erst letzte Woche, gell, Sabine? Da ging es eben auch darum, einschläfern oder nicht. Und wenn dann der Hund äußert, eigentlich würde ich gerne alleine gehen, aber ich merke, mein Mensch kann das nicht. Und dann sind die so toll und sagen, dann soll er mir helfen. Also die denken im Sterben noch an uns Menschen, wenn wir es nicht schaffen, wenn wir es nicht aushalten. Es ist nicht einfach, seinen Hund bis zum Schluss zu begleiten. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich hatte viele schlaflose Nächte, na, wenn dann Demenz dazu kommt, wenn sie dann nachts rumlaufen, wenn sie sich einpinkeln, wenn der Paco kam oft nachts nicht mehr hoch. Ich bin dann relativ lange nachts zweimal aufgestanden, weil ich auch nicht wollte, dass er irgendwo in seinem auf seiner gepinkelten Decke liegt. Da muss man halt auch gucken, wie managt man sowas. Aber ich sage immer, Menschen pflegt man ja auch bis zum Schluss. Aber ich verstehe jeden, der sagt, also ich will da jetzt gar nicht irgendwie richten, sondern ich verstehe jeden, der sagt, ich persönlich kann das nicht. Ich kann nur immer sagen, es ist eine intensive Zeit, die ich aber nicht missen möchte, Sterbebegleitung beim Hund zu machen oder bei einem Tier zu machen, ist nochmal so eine ganz innige Sache einfach. So, jetzt lese ich aber erstmal wieder Kommentare, damit wir da nichts übergehen. Susanne, ich konnte vor 8 Jahren erleben, wie sanft und friedlich der Tod sein kann. Ja. Unsere Hündin, finde ich schön, dass du es schreibst, weil ich finde das auch, dass das so. Das strahlt trotz aller Trauer schon Frieden aus und so eine innige Bindung einfach nochmal aus. Ja. Unsere Hündin Queen konnte ohne Tierarzt sterben. Sie ging sämtliche Phasen des Sterbens durch. Ich konnte genau sehen, wo sie stand. Unsere THP, also Tierheilpraktikerin, gab mir damals Globuli, die ihr die Entscheidung zu gehen oder zu bleiben erleichtern sollte. Genau, den Tipp hätte ich euch auch noch gegeben. Man kann homöopathisch ganz viel unterstützen über Globuli, auch über Bachblüten, je nachdem, welche Richtung. Also ich bin eher so der Globuli-Typ. Mit Bachblüten kenne ich mich nicht so aus, aber es gibt auch die Möglichkeit, es über Bachblüten zu machen. Es gibt eine Farblichttherapie, die angepasst ist, von einer Frau irgendwas mit Schöne. Wartet mal, ich habe das irgendwo stehen. Sage ich euch gleich. Rosina Sonnenschmidt, eine Farblicht- und Musiktherapie, die angepasst an die Sterbephasen ist. Also es gibt
gute Möglichkeiten, sich da Unterstützung zu holen oder selber einfach das Unterstützten zu begleiten. So, ich lese kurz weiter. Globuli, die ihr die Entscheidung zu gehen oder zu bleiben erleichtern sollten. Am Morgen des Tages, als es soweit war, war es mir auch klar, dass sie bereit war. Wir hatten das Zimmer abgedunkelt. Ich ließ Entspannungsmusik ganz leise laufen, genau Musik. Ich bin da auch jemand, der gerne dann Musik oder auch einen Duft dazu nimmt, eine Kerze dazu nimmt. Rosenduft ist wunderbar. Und legte mich neben sie. Sie war da schon gar nicht mehr richtig bei sich und starb schlussendlich ganz leicht in meinem Arm. Diese Art von Tod wünsche ich mir für jedes meiner Tiere, auch wenn seitdem drei weitere starben, die jedoch aufgrund der Umstände die Unterstützung des Tierarztes brauchten. Auch finde ich schön, ja. Ich sage auch immer, ich hoffe, dass meine anderen Tiere auch so gehen können, wie ich es mit meinen anderen erlebt habe. Also mein allererster Hund, mein Niki, mein Cocker Spaniel, der ist in einer Klinik gestorben. Der hatte so eine Art Leukämie und war dann in Nürnberg noch in der Klinik zu einer Bluttransfusion und hat es dann aber nicht geschafft und ist dann in der Klinik gestorben. Nach meinem heutigen Wissen, damals war ich 14 und meine Eltern wussten ja da auch nicht viel drüber. Wir haben ihn dort gelassen. Nach meinem heutigen Wissen würde ich das auch nicht mehr. Denn was passiert mit Tieren, die beim Tierarzt bleiben? Die kommen in die Tierkörperverwertung. Nicht so das Ende, das man sich vielleicht so wünscht für seinen Hund. Also ich hätte ihn damals geholt, aber damals wussten wir es nicht besser. Mein zweiter Hund, mein Krümel, der ist eingeschläfert worden. Auch da wussten wir es nicht besser, aber wir haben ihn zumindest mitgenommen und bei uns im Garten begraben. Und seitdem ist also mein Paco, meine Cara, meine Donna und einmal ein Pflegehund, der in einer OP gestorben ist. Ich habe hier schräg gegenüber einige Urnen stehen. Seitdem lasse ich kremieren und habe meine Tiere in Urnen. Ich fand es früher ganz komisch mit den Urnen, tatsächlich. Und seit ich selber meinen ersten Hund habe einäschern lassen und in einer Urne wieder heimgebracht habe, seitdem ist das für mich meine Wahl, ganz eindeutig, weil ich ganz oft vorbeigehe und mit ihnen rede, weil ich ganz oft die Urne streichle, das mag blöd klingen, aber das tue ich tatsächlich, dass ich da oder dass ich die Hand auflege und nochmal mit ihnen rede. Und ich kann sie halt auch, wenn ich mal wegziehen würde, mitnehmen. Mein Krümel liegt da, wo meine Eltern, beziehungsweise mein Papa, meine Mama ist ja kürzlich verstorben, aber wo mein Papa noch wohnt, da im Garten liegt mein Krümel. Aber meine Tiere hier, mein Paco, meine Cara, meine Donna, meine Milli, könnte ich mitnehmen. Also das ist meine Wahl, aber auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Menschen, die können das nicht, ihr Todestier mitzunehmen. Die sagen, ich bin ganz froh, wenn es beim Tierarzt bleibt. Aber man muss immer überlegen, was passiert dann damit? Und will ich das wirklich? So, Anja, das ist bei Sittichen zu 90% auch der Fall. Stirbt der eine, stirbt der Partner kurze Zeit später. Also bei Tara war es ja tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung von ihr. Und ich dachte immer, das ist auch so was, was einem erst im Nachhinein einfach so kommt, ne? Wie das so alles läuft. Ich dachte, sie übernimmt, Paco war ja Rudelchef, ich dachte, sie übernimmt die Gruppe, sie wird Gruppenleitung, weil sie ganz viel von ihm in den letzten Wochen und Monaten, kann man sagen, schon, sie hat ihm viel abgenommen. Jetzt weiß ich, sie wollte es ihm einfach erleichtern und hat es ihm tatsächlich einfach nur abgenommen. Und mein Gedanke war auch, guck mal, die mausert sich zur Chefin hier. Und das hat natürlich dann erstmal wieder mein ganzes Konstrukt, was ich so gedacht habe, was passiert in meiner Gruppe, auch wieder komplett durcheinander geschmissen. Aber im Nachhinein macht es Sinn. Es macht Sinn, dass sie ganz viel von ihm übernommen hat, damit es ihm einfach leichter ist in seinen letzten Tagen oder Wochen. Es macht Sinn, die hatten so eine enge Bindung. Cara war ein ganz schwieriger Hund. Paco war eine ganz große Stütze für sie. Es macht Sinn, dass sie ihn nicht alleine gehen lassen wollte. Weil jeder Tag lieber dein Haustiertag ist. Oh ja, genau, Anna. Anke 4 habe ich gehen lassen, als sie nicht mehr konnten und wollten. Mein Seelenhund wollte noch nicht gehen. Er hat das Leben geliebt, aber er wollte auch perfekt sein. Und als er zum Koten nicht mehr stehen konnte, habe ich den Tierarzt gerufen. Nach 6 Monaten Überlegung, ob es heute sein muss, ich war am Ende und ich konnte nicht mehr, habe mich wie ein Verräter gefühlt.
Anke, ich finde wichtig, dass man das nicht tut, weil man tut es ja nicht böswillig. Also auch jeder, der es nicht schafft, seinen Hund bis zum Schluss zu begleiten, das ist ja nichts, wo man sich irgendwas vorwerfen muss. Das ist so ein sensibles Thema. Und das darf man nicht, weil das wollen unsere Hunde auch nicht. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass der Kapi zum Beispiel von der Sabine auch geäußert hat, und ich hatte das schon öfters bei der Sterbebegleitung, dass die Tiere tatsächlich äußern, wenn mein Mensch es nicht mehr schafft, dann darf er mir helfen. Und klar, wenn man das so direkt weiß, macht man sich im Nachgang keine Gedanken. Ich weiß, dass viele zu mir kommen oder viele sagen, ah, ich weiß einfach also hinterher, nachdem es passiert ist, sagen, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Vielleicht hätte er doch noch und so weiter und so fort. Und diese Zweifel, die hat man halt. Ne? Wer nimmt einem diese Zweifel? Wenn ich vorher einfach in der Sterbebegleitung mal diesen Kontakt mit dem Hund haben kann und einfach mal klären kann, wie es so aus Hundesicht ist, dann nimmt der Hund einem die Zweifel. Und das finde ich gut und wichtig. Weil nichts ist schlimmer, wie sich ein Leben lang Gedanken zu machen, war es richtig, dass ich meinen Hund habe einschläfern lassen. Ja, dann lieber zu sagen, okay, das, na, wir sind da, also ich bin im Reinen da mit mir. Wenn es die Möglichkeit gibt, ist das super. Leider gibt es immer weniger, die den Weg auf sich nehmen. Ja, mit den Tierärzten, es ist, ich verstehe es ja auch, ne? Es ist ja ein ganz anderer Zeitaufwand und so weiter, aber ja, ich habe es euch erzählt, warum ich es besser finde. Schade, dass ich es erst jetzt erfahre, also Yvonne, meine vorherige Hündin wollte nicht mehr fressen, sie war dement und meine Tierärztin sagte, wenn sie eben nicht mehr frisst, soll ich Bescheid geben. Die Erlösung war jedoch sehr schwer, sie wollte nicht gehen, okay, siehst du, und kämpfte gegen das Medikament. Das hängt mir immer noch nach, nur bin ich wieder etwas schlauer. Ja, das finde ich halt, das ist dann echt tragisch. Wenn der Hund auch noch gegen die Einschläferung kämpft, und das höre ich auch immer mal wieder, wir müssen auch noch über die Medikamente reden, die zum Einschläfern benutzt werden, weil da gibt es ja auch Verschiedenes, was gut und schlecht ist. Man möge mir widersprechen, wenn Tierärzte hier mit dabei sind. Meine Kenntnis ist schon einige Jahre her, als ich die Tierkommunikationsausbildung gemacht habe, das ist über 10 Jahre her, war auch ein Teil natürlich diese Sterbebegleitung und da haben wir damals über Medikamente auch gesprochen. Es kann sein, dass sich das inzwischen geändert hat. Da können wir vielleicht gleich drüber reden, wenn wir schon beim Thema sind. Nicht, dass wir es vergessen. Also es gibt ein Mittel, das nennt sich T61. Ich weiß nicht, ob es noch benutzt wird. Damals wurde es sehr häufig benutzt. Da kämpfen die Hunde nicht wirklich dagegen an. Es schaut so aus, wie wenn die friedlich einschlafen. Aber eigentlich hemmt das den Atem. Das heißt, der Hund kämpft innerlich gegen das Sterben und kann es aber nach außen nicht äußern. Und es wird gern als Narkosemittel verkauft, ist aber eigentlich ein Gift, deswegen auch billiger, deswegen wird es viel genutzt oder wurde damals viel genutzt. Wie gesagt, ich müsste mich mal erkundigen, wie so der aktuelle Stand ist. Wenn also der Tierarzt zweimal spritzen muss, dann hat er vermutlich vorher dieses T61 benutzt und da kann der Hund nicht äußern, dass er eigentlich innerlich erstickt. Ersticken will kein Tier. Das ist eine Krankheit. Also es gibt bei Katzen ja diese FIP, glaube ich, heißt diese Krankheit, wo sie ersticken. Und es gibt auch bei Hunden Dinge, wenn sie keine Luft mehr kriegen, dann äußern die tatsächlich, dass der Mensch helfen soll, weil das ist ein Tod, den will keiner. Und unbewusst passiert es aber beim Einschläfern vielleicht. Es gibt andere Mittel. Es gibt eins heißt Release, eins heißt Euta-77. Also es gibt andere Mittel, die tatsächlich zu einem sanften Tod führen. Also auch da sollte man sich vorher Gedanken machen, beziehungsweise einfach mal fragen beim Tierarzt, was für Medikament benutzen Sie zum Einschläfern? Und dann googelt man mal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also aus Kostengründen wird gerne dieses T61 genommen, weil es günstiger ist. Also Stand damals. Ja, ich will jetzt nichts behaupten, was vielleicht überholt ist, aber Stand damals war das so. Aber da kann man ja auch fragen. Und wenn der Tierarzt nicht bereit ist, einem zu sagen, mit welchem Mittel er einschläfert, dann würde ich mir Gedanken machen. Weil wenn er nichts zu verbergen hat oder wenn er gut aufklären kann, wenn er gut erklären kann, warum er wie was macht, ist es ja okay. Ja, aber na,
Deswegen vorher nachdenken. Wenn ihr in der Situation seid, wenn euer Tier stirbt, dann habt ihr gar nicht mehr den Kopf dafür zu überlegen, oh, ich muss ja noch fragen, was nimmt er denn überhaupt? Und. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, was könnte denn passieren, was könnte sein, auf was muss ich vielleicht achten, wie zeigt mir mein Hund, ob er gehen will, oder was ist eben normal? Normal ist, dass sie nicht mehr fressen. Jeder Tierarzt sagt einem, na, dann müssen wir einschläfern, aber es ist normal. Der Sterbeweg beginnt damit, dass sie das Fressen einstellen, weil der Körper nicht mehr wichtig ist. Und übrigens auch normal ist, wenn ein Hund oder ein Tier stirbt, dass das nochmals kurz vorm Tod so ein Aufbäumen gibt. Mir ist damals, also wir haben damals in der Ausbildung gesagt gekriegt, wir sollen uns das vorstellen. Und ich finde es eine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt, obwohl es um ein schlimmes Thema geht. Vorstellen, wie wenn die Seele sich vom Körper löst. Und das ist halt ein Moment, der schwierig ist und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft ist. Und deswegen kommt nochmal so ein Schmerzensschrei oder so ein Aufbäumen. Aber es löst sich die Seele vom Körper. Das ist auch normal. Ja, also auch da muss man nicht sagen, boah, der hat gelitten im Sterben, weil dann nochmal so ein Lautäußerung kam. Man weiß aus der Schmerztherapie zum Beispiel, dass Schmerzen äußern, Schmerzen verringert. Also wenn die Tiere Schmerzen haben und das äußern, ist es Hilfe zur Selbsthilfe und nicht für uns ein Grund zu sagen, oh Gott, der hat Schmerzen und jetzt kann er nimmer und jetzt müssen wir einschläfern, sondern Schmerztherapie, ja, wir wissen, Schmerzen äußern, lindert Schmerzen. Also wenn ich mich irgendwo stoße und rausschreie, wie scheiße weh das getan hat, tut es gleich nicht mehr ganz so weh, wie wenn ich das in mich reinfresse. Und das wissen die Tiere auch. Also auch da muss man ein bisschen gucken, lasse ich mich davon beeinflussen, weil ich weiß, mein Hund hat Schmerzen, oder ist es aus Hundesicht auch normal, weil es dazu gehört? Und eine Katze hat mal in einer Sterbebegleitung gesagt, ich bin nicht krank, ich sterbe nur. Und das ist auch so ein Satz, den ich aus meiner Ausbildung immer noch im Kopf habe und den ich nie aus meinem Kopf rauskriegen werde, weil das ist, was die Tiere, die leben im Hier und Jetzt, für die ist das was ganz Normales. Für die ist es was ganz Normales, sterben. Ne? Ich bin nicht krank, ich sterbe nur. Ein ganz wunderbarer Satz, der einmal von einer Katze gefallen ist, kann man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, Anja, für mich kommt es auf die Situation drauf an, ob er lösen lassen oder nicht. Ja, klar. Rico hatte schon Krämpfe, so wollte ich ihn nicht sterben lassen. Er wurde 15. Zum Thema Zuhause oder in der Praxis gab es neulich einen Artikel. Es kann zu Hause zu einigen Komplikationen kommen, die die Tierärzte in ihrer Praxis vermeiden können. Zum anderen ist es nicht so gut, wenn der Feind Tierarzt auch noch ins sichere Zuhause kommt. Ich würde es in der Praxis Klinik machen lassen. Meine beiden haben keine Angst in der Tierklinik und mir gibt es Sicherheit. Genau, also ich habe ja gesagt, wenn Hunde kein Problem mit der Tierklinik haben, ist es okay. Das mag sein, was du schreibst, dass es zu Komplikationen kommen kann, wenn der Tierarzt aber weiß, was er macht und ein ordentliches Mittel hat. Entschuldigung, sollte das eigentlich nicht. Also ich aus meinem Gefühl raus, aber auch da muss es jeder wirklich für sich entscheiden. Da gibt es kein richtig und falsch. Das muss für einen passen. Ich würde es nicht in der Klinik wollen, weil meine Hunde nie gern zum Tierarzt gehen. Außer der Aragon, aber auch nur, weil da ganz viele Katzen sind. Der findet Tierarzt immer spannend. aber ja. Gut, aber man weiß es nicht, ne? Kara ist auch in der Klinik gegangen, weil ich einfach in dem Stadium, in dem sie damals war, sie nicht noch ins Auto bringen wollte, die Fahrt, wo ich nicht bei ihr gewesen wäre, weil ja keiner mitgefahren ist. Ich habe einfach für mich entschlossen, wir bleiben jetzt da, bis das Herz aufhört zu schlagen. Sie ist ja auch in der Klinik gestorben, aber nicht in diesem Kontext, Tierarzt schläfert ein. Katrin, zur Not einen tierärztlichen Notdienst recherchieren und kommen lassen, kann halt teuer werden, aber das wäre es mir wert, dass wir zu Hause Abschied nehmen können. Ja, das mit dem teuer, das hat mir der Tierarzt damals auch gesagt, wenn er die jetzt aufwachen lässt und dann kommen mehr Kosten auf mich zu, das war mir völlig egal. Ich wollte nicht meinen Hund, der vorher schon 2 Tage in der Klinik war, ohne mich, dann auch da einfach gehen lassen. Ich habe meinen Hund versprochen, ich bin bei ihnen, wenn sie gehen. Und deswegen war es halt teurer, dass sie da wieder aufgewacht ist und bis ich da war, noch betreut war, aber das war mir tatsächlich auch egal.
Und ja, ich bin aber auch beim Menschen für Sterbehilfe, wenn es keine Heilung mehr gibt, der Mensch stark leidet und es sich selber so wünscht. Genau. Und wenn der Hund äußern kann, und das sind wir eben, was haben wir für Möglichkeiten? Man kann an Tierkommunikation glauben oder nicht. Aber wenn man dran glaubt, hat man die Möglichkeit über Tierkommunikation, wobei ihr schauen müsst, dass ihr einen guten Tierkommunikator findet. Es gibt einen Bundesverband für Tierkommunikatoren. Die dortige Vorsitzende war meine Ausbilderin. Also von daher kann es nur gut sein, alle Tierkommunikatoren, die da im Bundesverband sind, die haben das mit Sicherheit. Also die sind ja geprüft und es wird auch in diesem Bundesverband nur aufgenommen, wer eben eine gewisse, wie sagt man, also wer einfach geprüft ist. Und die nehmen nicht jeden auf. Also da kann man sich auf jeden Fall erkundigen und ein guter Tierkommunikator macht immer auch Sterbebegleitung. Ja, und es gibt auch Fälle tatsächlich, hatte ich auch, wo es dann eben das Tier geäußert hat, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Würde mir wünschen, wenn es schneller geht. Ah, nee, unser 18-jähriger Gauner konnte auch allein gehen am ersten Weihnachtsfeiertag auf meinem Arm. Es war eine intensive Pflegezeit. Auch bei einigen Katzen habe ich das erlebt. Genau, aber diese intensive Pflegezeit, ich finde, die gibt einem nochmal so was ganz Besonderes. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber es ist einfach nochmal eine ganz besondere Zeit, die nicht einfach ist, aber eine ganz besondere Zeit. Anna, ah, so geguckt, genau, Rosina Sonnenschmidt, genau, sehr gut. Leitfaden für die tägliche Praxis, sehr gut. Genau, also es gibt da Möglichkeiten, es tatsächlich so zu unterstützen. Unsere Clara schlich sich ganz alleine davon über Nacht. Anne, das ist das, was ich auch gesagt habe. Es gibt Hunde oder Tiere oder Katzen, war eine Katze, glaube ich, oder Clara? Die in der Wildnis gehen die auch. Die verlassen ihre Gruppe zum Sterben. Unsere Hunde sind im Garten beerdigt. Ruby wird die erste sein, die kremiert wird. Genau, beim Kremieren, wenn wir beim Thema Kremieren sind, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe immer einzeln kremieren lassen, was auch teurer ist. Aber auch da kann man sich ja im Vorfeld mal informieren. Das ist vielleicht doof, wenn man sagt, ich informiere mich bei einem Tierkrematorium, obwohl doch meine Tiere noch leben. Aber man hat den Kopf nicht frei, wenn es soweit ist. Und wenn ich vorher aber schon mal gucken kann, was für Möglichkeiten habe ich, was für Kosten kommen vielleicht auf mich zu, vielleicht die Leute schon kennenlerne, die das dann eventuell machen, dann ist das nochmal was ganz anderes, wie wenn ich in dieser Zeit und in dieser Trauer auch da noch mich kümmern muss. Natürlich muss man sich ja trotzdem kümmern, aber man hat einfach im Vorfeld schon mal so ein bisschen Infos. Und also ich habe mir, vielleicht kennt jemand von euch Anubis, das ist ja so eine deutschlandweite Kette, die haben ihren Sitz in Lauf, das ist hier bei uns eine Stunde entfernt. Und ich habe mit dem Chef dort, mit dem Herrn Merker, mich mal verabredet, weil ich mir das tatsächlich vor Ort alles mal anschauen wollte, wie da kremiert wird. Die haben ein Trauerzimmer, ne, das wird sauber gemacht, bevor der nächste kremiert wird, dass man wirklich, wenn man seine Asche bekommt und Einzelkremierung möchte, auch sicher gehen kann, das ist nur die Asche von dem Tier. Es gibt auch die Möglichkeit, eine so eine Gemeinschaftskremierung oder wie sich das nennt, die dann einfach günstiger ist und es kommt in ein Gemeinschaftsgrab. Finde ich auch immer noch besser wie die Tierkörperverwertung. Wenn man seine Tiere im Garten eingräbt, gibt es halt bestimmte Vorgaben. Das muss eine gewisse Tiefe haben und so. Da muss man sich halt mal informieren, was da genau machbar ist. Aber für mich ist tatsächlich die Einzelkremierung das. Und bei Kara und Paco konnten wir es zusammen machen, weil Paco noch auf seine Einkremierung gewartet hat, als Kara dann leider auch gegangen ist. Und dann sind die auch jetzt zusammen in einer Urne, was für mich eine total schöne Vorstellung ist, weil das das war, was sie sich gewünscht haben. Und die sind auch zusammen in einer Urne. Yvonne, mein Boxer kam auch zur Tierkörperbeseitigung. Meine Cassie wurde mit ihrem Bruder, der 10 Tage später ging, zusammen kremiert. Auch 10 Tage später, ne? Komisch, bei der Kara waren es auch genau 10 Tage später. Und nochmal 4 Tage später ist eine Pflegehündin ausgezogen und das hat mein ganzes Rudel hier, also meine ganze Gruppe, völlig durcheinander geschmissen. Aber wir haben uns ganz gut gefunden.
Aber auch da muss man sich tatsächlich die Zeit nehmen. Also ich finde wichtig zum einen, dass sie sich verabschieden können. Ich hatte schon Fälle, wo die Hunde wochenlang gesucht haben, weil auf einmal einer weg war und sie nicht verstanden haben, warum. Wenn sie Abschied nehmen können, verstehen sie es einfach besser. Lasst eure Hunde so Abschied nehmen, wie sie möchten. Ich habe hier Hunde, die bei der Donna, also ich kann es jetzt von der Donna zum Beispiel sagen oder auch von Paco damals, die gehen hin und sagen, okay, ist tot und gehen wieder. Ja, so ganz schnell, okay, verstanden, alles klar. Und es gibt Tiere, die das länger brauchen, die einfach länger trauern, für die das schwieriger ist zu verarbeiten. Als meine Milli damals gestorben ist, die haben wir dann auch, die war in Bamberg, also die ist in Spanien überfahren worden und hatte, das Bein war falsch zusammengewachsen und es sollte hier in Deutschland gerichtet werden. Wir waren extra bei einem Spezialisten in Bamberg, aber bei Windhunden ist es ja, oder bei anderen Rassen auch leider mit Narkose immer so schwierig. Also die hat die Narkose nicht überstanden. Und dann haben wir sie wieder her. Ich habe in einem anderen Raum, lag sie dann einen Tag und halt noch ein bisschen, bis sie dann abgeholt wurde. Und wir haben da eine Kerze stehen gehabt. Die Kerze habe ich stehen lassen, bis die Urne zurückkam und mein Pepe ist tatsächlich jeden Tag zu dieser Kerze, stand da so ein bisschen und ist dann erst wieder weiter. Und als die Urne dann da war, hat es aufgehört. Also der hat ja unheimlich lang gebraucht, das irgendwie zu verstehen. Ja? Und auch das finde ich ganz wichtig, dass man die Hunde und die anderen Tiere trauern lässt, ihrer Art, wie sie trauern wollen. Und nicht sag jetzt, na, jetzt stell dich nicht so an oder keine Ahnung, sondern jedes Tier trauert anders, so wie wir Menschen ja auch anders trauern. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht gleich wieder einen Hund aufnehmen. Ich bin jemand, der sagt, wie die Mille gegangen ist, das war ein Montag oder Dienstag, Freitag ist in Spanien ein Tiertransport losgefahren, wo noch ein Platz frei war. Und ich habe gesagt, schickt mir gleich wieder einen. Warum? Es muss es Sinn machen, dass der Hund den Platz freigegeben hat. Schickt mir doch gleich wieder einen, der vielleicht schon jahrelang auf einen Platz wartet in Deutschland. Also ich bin jemand, der sagt, ja. Und Vajana ist geblieben, weil ich wusste, dass Donna das möchte. Und mir war klar, Donna wird nicht mehr ewig bei mir sein. Also ist Vajana gleich geblieben. Aber auch das muss man akzeptieren. Die einen sagen, ich könnte nie, wie kann man gleich wieder einen Hund aufnehmen? Die kann wohl nicht trauern. Also ich habe da mir einiges anhören müssen damals bei der Millie. Und andere sagen, ich kann es einfach nicht. Ich muss jetzt erstmal die Zeit haben zu trauern und ich muss diesen Raum haben zu trauern und ich muss mit meinen anderen Hunden erstmal mich wieder irgendwo finden. Ich finde, es ist, ne, so ein sensibles Thema und da gibt es nichts, das ist richtig oder das ist falsch und das muss jeder für sich entscheiden und es darf nie irgendjemand, jemand anderen dafür verurteilen, weil er es vielleicht anders macht. Ja, okay. So. Anja, ich persönlich finde Bilderrahmenurnen ganz toll, vor allem ein Bild hin ist die Asche drin. Ja, finde ich auch schön. Ich habe jetzt keine Bilderrahmenurnen, ich habe aber Bilder dabei stehen. Ich habe von allen Hunden Bilder dabei stehen, Pfotenabdruck von Tara und Paco. Na, Donna ein ganz schönes Bild dabei stehen, von der Millie ein ganz schönes Bild dabei stehen. Susanne, mein erster Hund war auch ein Cocker Spaniel und auch wir ließen sie damals beim Tierarzt, weil es damals noch keine andere Möglichkeit gab, toten Tieren umzugehen und wir keinen Garten hatten. Da hat mir damals schon wehgetan. Die jetzigen Tiere liegen alle im Garten begraben, die Hunde Queen und Mickey, der Mikey und die Katzen Kitty und das Katzenkind Lina, die nicht mal ihren ersten Geburtstag erleben durfte. Oje. Ute, und mich wird einmal die Asche meiner Hunde auf meinem letzten Weg begleiten. Das ist schon so festgelegt und damit kann ich gut leben. Ach, schöner Gedanke auch, ja. Anne, bitte niemals C61. Genau. Also es ist ja hier verzögert. Wahrscheinlich habe ich das dann damals da schon gesagt und jetzt sind wir erst bei dir. Genau. T61 ist dieser Atemhemmer, wo die Hunde, es schaut von außen aus, wie wenn sie friedlich einschlafen und innerlich kämpfen sie extrem, weil sie keine Luft mehr kriegen. Es gibt ja auch an Silvester so tolle Vorschläge von irgendwelchen Medikamenten, wo man das Gefühl hat, der Hund schläft ganz friedlich und Silvester ist alles cool und innerlich brodelt es in ihm. Und wenn die nicht mehr äußern können, also
Na, wenn wir von außen denken, der ist ganz ruhig, aber der Hund kann es einfach nicht äußern und hat innerlich eine riesengroße Not, ist das auch eine ganz fürchterliche Vorstellung, finde ich. In der Klinik in Kulmbach nehmen das nicht mehr. Aber weißt du, was die dann nehmen? Hast du gefragt? Würde mich jetzt mal interessieren, was die nehmen. Also ich denke auch, dass bei vielen Tierärzten da ein Umdenken ist, weil das auch ja immer wieder publiziert wird mit diesem T61. Trotzdem wird es wohl noch verwendet. Manche Tierärzte spritzen Überdosierung Narkotika, kein T61. Okay. Susanne, ich sage immer, dass T61 nicht erwünscht ist. Und der Tierarzt und auch in der Tierklinik sagten sie mir immer, dass es bei ihnen nicht verwendet wird. Genau, aber man muss sich halt erkundigen. Ich finde halt, man muss fragen und man muss sich's vielleicht zeigen lassen, weil sagen können sie ja auch viel. Also man muss sich's vielleicht auch zeigen lassen, bevor es gespritzt wird, dass es auch tatsächlich nicht verwendet wird. Karina, ich habe ja die Palliativausbildung, Sterbebegleitung für Menschen absolviert. Da haben wir gelernt, dass der Körper durch das Einstellen von Essen und Trinken anfängt, eigene Morphine zu bilden und dadurch das Sterben erleichtert wird. Man eben deshalb auf künstliche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr verzichten sollte. Auch ganz wichtiger Punkt, Karina, gut, dass du das ansprichst. Bitte nicht auf den Gedanken kommen, den Hund an Zwangs zu füttern, weil er nicht mehr frisst. Wenn er nicht mehr frisst, weil er irgendeine Krankheit hat und man will ihn wieder aufpäppeln oder so, ist das was anderes. Aber wenn der Hund auf dem Sterbeweg ist und nicht sterben kann, weil wir ihn dann zum Beispiel zwangsfüttern, dann ist es ja auch völlig kontraproduktiv. Und es ist gut, dass du das schreibst. Ich finde das ganz wichtig, ein Punkt, ne? Dass man auf Nahrungszufuhr oder Flüssigkeitszufuhr tatsächlich verzichten soll. Es gibt auch Hunde, die eigentlich sterben wollen und das Herz ist aber so gut, weil die mit Herzmedikamenten vollgepumpt werden. Ja, natürlich brauchen Hunde Medikamente, wenn sie irgendwelche Herzschwächen oder so haben, aber auch da muss man gucken, ob man nicht diesen natürlichen Weg behindert. Ich sage jetzt einfach mal behindert, dadurch, dass man solche Dinge zum Beispiel macht. Anja, ich kann den Artikel mal suchen, war ganz interessant, aber sehr viel zu lesen. Kannst du sehr gerne und stell gerne den Link dann hier auch mit, wenn du es findest. Im Nachgang kannst du es ja auch machen, mit in die Kommentare. Das ist auch so, ich habe diese Ausbildung auch. Genau, Anne. Anke, ich bin auch Altenpflegerin. Meine Hunde sind schöner gestorben als viele Menschen, leider. Okay, ja. Christina hat ihn auch gelesen. Marianne, zwei von meinen Hunden haben sich ganz ruhig verhalten und haben sich freiwillig auf den Behandlungstisch gelegt und sind friedlich gegangen. Sie haben es mir vorher signalisiert. Ich glaube auch tatsächlich immer, wenn man ein sehr, sehr gutes Gespür hat für seine Hunde, dann braucht man vielleicht keine Sterbebegleitung oder einen Tierkommunikator, der da mal fragt, sondern man spürt es selber. Wenn man sich trotzdem unsicher ist und einfach einem so die Zweifel genommen werden sollen, finde ich es ganz gut und finde ich eben eine schöne Möglichkeit, dass man das hat. Aber man muss halt zu seiner Entscheidung stehen. Ich finde, dieses Zweifeln hinterher ist oft schlimmer, wie zu sagen, das war jetzt der richtige Weg. Wenn der Hund mir diese Entscheidung abnehmen kann oder mir das erleichtern kann, weil er zustimmt, ne, oder weil er eben da was dazu äußert, dann ist es auch einfacher, wie einfach hinterher immer wieder im Kopf zu haben, war es denn jetzt richtig? War es der richtige Zeitpunkt? Danke, Anja. Ich gucke später. Susanne. Mecke war damals schon 4 Tage in der Tierklinik. Wir fuhren alle gemeinsam mit Emma zu ihm, nahmen Abschied und mussten ihn dort gehen lassen. Wir sagten ihm, dass es okay wäre zu gehen und streichelten ihn, bis er von uns gegangen war. In der Klinik ließen sie uns noch so viel Zeit, wie wir brauchten. Das finde ich auch sehr schön. Das ist auch nicht überall so, ne? Ehe wir mit ihm nach Hause fuhren. Wir konnten das Fenster aufmachen, damit die Seele raus konnte und so weiter. Er war so schwach gewesen, dass wir ihn gar nicht mehr nach Hause gebracht hätten. Anja, ich schaue dann, ob der Link funktioniert. Sabine, ich konnte es nicht mit ansehen, wie Kapi leidet. Dieses Leiden empfinden wir, die Tiere halt nicht so. Aber da haben wir ja drüber gesprochen, ne? Für die Tiere ist das, was wie Leiden ausschaut, ein Teil des Sterbens. Und genau wie eine Geburt schmerzhaft ist, nämlich der Anfang vom Leben, ist halt das Ende vom Leben auch schmerzhaft für alle Beteiligten. Na, eine Geburt ist ja auch nicht einfach flutsch und da. Der Anfang des Lebens kann Schmerzen bereiten und ist ein sensibles Thema und das Ende genauso.
Ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken im Kopf. Warte mal, wo war das? Da kommt bestimmt wieder. Anna, Paco und Kara sind noch zusammen diesen Weg gegangen. Das hatte jedoch nichts mit Kosten zu tun, sondern mit Karas Wunsch. Ja, so ist es. Es gibt eine neue Stadt Steinach, die Suse Mai eröffnet was Neues. Ja, das ist in Untersteinach. Also für alle, die hier aus dem Gebiet sind. Das ist in Untersteinach Sabine. Die hat die Räume von der Katja übernommen, von der Ergo-Versicherung, die ja nach Kulmbach ist. Sie war früher bei Anubis und macht jetzt eigentlich hier Krematorium. Also nicht ein Krematorium, sondern sie fährt die Hunde dann zu einem Krematorium. Es gibt verschiedene Anbieter in Deutschland. Wichtig ist immer so ein bisschen zu gucken und ein gutes Gefühl dabei zu haben. Meine Hunde sind bei Anubis also kremiert worden. Und ich hatte eigentlich nie Probleme und ich hatte immer ein gutes Gefühl, bis auf eine Sache, das war aber Corona-Zeit und eben Kara, Donna, wo ich mit einer Mitarbeiterin, die ich aber nicht kannte, die nur Ersatz war, mal nicht so ein schönes Erlebnis hatte. Aber weil ich noch gedacht habe, ne, wenn du mit jedem so unsensibel umgehst, der hier sein Tier kremieren will. Aber sonst kann ich da nichts sagen. Man hört wie bei jedem, aber wie in jeder Hundeschule, wie bei jedem Tierarzt, immer gute und schlechte Stimmen. Wichtig ist nur, finde ich, dass man einfach weiß, was man macht, wenn es soweit ist. Also, dass man sich vorher Gedanken macht und nicht in der Zeit, wo man sowieso vor Trauer den Kopf nicht frei hat. Dann lieber vorher mal überlegen, ne, was kostet mich das? Wie sind da die Zeiten? Wann kann ich da jemanden erreichen? Was mache ich, wenn ich nicht gleich einen erreiche? Also wenn Silvester der Hund geht, ist an Neujahr auch keine zu erreichen. Ich wusste aber, was ich mit meiner Donna mache, nämlich sie einfach friedlich da liegen lassen. Und wir mussten mehrfach am Tag da vorbei. Und manche Hunde sind immer wieder hin und manche Hunde haben den großen Bogen gemacht und alles ist gut. Jeder, wie er das Gefühl dafür hat. Aber man muss einfach, man darf da nicht kopflos. Also ich höre manchmal, der Hund ist gestorben und 10 Minuten später hat man das Tierkrematorium nicht erreicht. Das muss nicht sein. Natürlich lasse ich im Sommer meinen Hund nicht irgendwo draußen liegen, aber ich muss da keine Panik haben, wenn ich mir vorher schon mal Gedanken gemacht habe, was passiert, in welchem Ablauf, was muss ich schauen. Christina, also ich möchte Duke auf jeden Fall bei mir haben, wenn er mal nicht mehr ist. Wir haben so viel zusammen geschafft, also bleiben wir auch da zusammen. Also für mich ist es tatsächlich auch eine schöne Vorstellung, dass die da drüben stehen. Und einfach noch hier sind, noch mit bei uns sind. Und wir sagen ja auch immer so schön, wir holen die Hunde nach Hause. Also sie sind zu Hause, obwohl sie nicht mehr körperlich da sind, sind sie trotzdem da. Und der Stein. Ach genau, Anja. Ihr seid schneller wie ich, weil ich ja erst nach und nach durchscrolle. Anke, ich habe einen Hund begraben, nie wieder. Ich fand es gruselig zu wissen, dass da 27 Kilo tot Jana liegen. Mit der Asche habe ich keine Probleme. Stimmt, Anja? Das war das mit Untersteinach, gell? Ja, liegen ja auch irgendwann nicht mehr, ne? Da fällt ja auch irgendwann mal alles, aber ja. Also für mich ist es so auch einfach annehmbarer. Steffi, das stimmt. Ich musste mir bei meinen beiden vorherigen Hunden auch einiges anhören, weil ich immer gleich wieder einen neuen hatte. Ja, ich auch, meiner Milli. Wie kann man nur? Warum nicht? Aber man muss beide Seiten verstehen. Ich finde nur immer, Vorwürfe bringen nichts. Na, also ich kann niemandem Vorwürfe werfen, dass er gleich wieder einen holt. Oder dass er keinen holt, obwohl er einen Platz frei hätte und viele Tierschutzhunde oder auch andere Hunde, Welpen und was auch immer. Ne? Wir haben eine Hundeschwemme. Also es gibt ja genug Hunde, die eine Familie suchen. Ich kann keinem vorwerfen, dass er es nicht kann. Und ich kann aber auch keinem vorwerfen, dass es kann, gleich wieder einen Hund zu holen. Katrin, wunderschöne Vorstellung. Ja, das finde ich auch. Das mit der Asche, ne? Das finde ich auch eine schöne Vorstellung. Sabine, das habe ich bei Kapi auch machen lassen. Und in Kulmbach habe ich einen kleinen Behälter mit Kapi-Fell bekommen. Genau, das gibt es ja, ne, die Möglichkeiten, Fell oder Pfotenabdrücke noch oder so. Manche lassen sich aus der Asche auch noch was machen. Da gibt es ja Möglichkeiten, sich Diamanten oder so oder irgendwelche Schmuckstücke auch mit dem Fell oder mit der Asche machen zu lassen.
Ich bin jetzt nicht so der Schmucktyp, wie man sieht. aber auch das, ich, wenn einer das möchte, dass es immer bei sich hat, als Halskette oder als Armreif oder so, ja, warum nicht? Jede Befindlichkeit in diesem Bereich muss man akzeptieren, auch wenn man anders ist. Als Paige mein Seelenhund, also Anke, als Paige mein Seelenhund starb, wusste ich, dass im gleichen Tierheim ein Hoffnungsloser sitzt. Es stand für mich fest, der kommt, ohne Ansehen, ohne genauere Infos. Ich hatte das Gefühl, es ist richtig und so kam Hank. Alles gut, wenn auch nicht einfach. Genau, bei uns war das auch so. Ich habe gesagt, schick, da ist nie ein Platz frei. Und in dem Transport war ein Platz frei. Warum soll der frei bleiben, wenn in Spanien Hunderttausende von Hunden in irgendwelchen Tierheimen darauf warten, dass sie endlich eine Familie finden? Damals kam eine Kalea, so eine Schwarz-Weiß. Es war eher Zufall damals, ehrlich gesagt, aber Schwarz-Weiß ist halt mein Thema, die dann nach einigen Wochen zu einem älteren Ehepaar vermittelt wurde, inzwischen auch nicht mehr lebt, ist ja schon eine Zeit her. Und die war auch schon älter, aber die einfach nur ein tolles Leben hatte. Warum soll ich die Möglichkeit keinem Hund geben? Anna hat die Tierbestattung Maya geteilt. Sehr schön, Dankeschön, Anna. Na, für alle, die halt hier in meinem Umfeld sind, das ist also eine Alternative zu Anubis. Und Suse macht es mit Sicherheit toll. Ich weiß nicht, wie die Räumlichkeiten jetzt sind. Die sind ja gerade noch im Umbau, aber allein diese Begleitung, die sie macht, ist mit ganz, ganz viel Herz. Anke, das ist ein guter Vergleich. Ich habe immer das Gefühl, wenn ein Leben beginnt oder endet, steht die Welt einen kleinen Moment still. Da tut sie vielleicht auch, aber dann dreht sie sich weiter. Ja. Wo waren wir? Anja, mit der Suse Meier damals noch bei Anubis in Himmelkron war ich sehr zufrieden. Sie hat es so eingerichtet, dass wir Rico pünktlich zu Ostern wieder hatten. Ja, also auch bei mir, ich meine, gut, die Suse, die hat ihren Hund ja bei mir auch im Kindergarten. Also wir sind ja auch anderweitig verbandelt. Ne? Die Leni kommt einmal die Woche in den Kindergarten, einer ihrer Hunde. Aber ich glaube, dass sie ganz einfühlsam sein kann oder ganz einfühlsam ist. Und das einfach auch genau ihre Leidenschaft ist. Und deswegen, es ist ja auch schon mutig, sich selbstständig zu machen mit einem eigenen Tierbestattungsinstitut, wo es ja schon einige gibt. Aber ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, dass das gut funktioniert für Sie. Susanne, ich habe mich damals bei Queens Sterbeprozess intensiv damit auseinandergesetzt und fand die Abläufe im Körper total logisch, wie zum Beispiel diese körpereigenen Schmerzmittel, die beginnen zu wirken. Dass die Nieren dann den Betrieb einstellen, genau, und damit den Organismus quasi vergiften und so den Prozess beschleunigen. Die Tiere haben auch gar kein Hungergefühl in der Zeit, ja. Queen hatte um Weihnachten herum schrittweise das Essen runtergefahren und dann eingestellt und starb dann erst am 19. Januar. Genau, also zu dem Thema vielleicht noch, was ist denn Sterben? Sterben ist Organversagen, ja, wenn man es genau nimmt, ist das das, was die Tiere wissen. Sie stellen ihr Essen ein, es beginnen bestimmte Prozesse und irgendwann versagt alles. Und das ist Sterben, Organversagen. Also wenn es nicht ein Unfall ist oder na, irgendeine Krankheit, die da arbeitet. Na, man muss ja auch immer gucken, warum stirbt ein Tier oder was ist der Weg. Aber ein normales Sterben ist Organversagen. Marianne, ich habe ja gemeinschaftliche Einäscherungen und sie wurden über eine Wiese verstreut. Da habe ich eine Urkunde mit Zeitpunkt und Ort bekommen. Genau, diese Möglichkeiten gibt es auch. Oder eben dann in ein Gemeinschaftsgrab, wo die Asche dann immer wieder dazukommt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Auch für jeden Geldbeutel. Natürlich kostet das was. Aber das sollte uns unser Tier wert sein. Aber es ist auch okay, wenn jemand sagt, ich kann das nicht. Ich weiß für meinen Teil, dass ich das bei meinem ersten Hund falsch gemacht habe, aber wieder besseren Wissens damals. Wie gesagt, da war ich 14, das ist 40 Jahre her. über 40 wahrscheinlich. Wie alt war ich da? Ja, ungefähr. Nein, ich war 14, als er kam. Ist egal. Auf jeden Fall ist es lange her. Und da wusste man das nicht anders. Und dann hat die Tierklinik auch noch gesagt, wollen Sie ihn holen oder lassen wir ihn da? Ja, und man weiß ja nicht, was passiert. Also ja, dann lassen Sie ihn da.
Es gibt Menschen, die einfach ihr Todestier nicht nehmen können. Es gibt auch Menschen, also der Tierarzt fragte auch damals bei meinem Krümel, wollen Sie dabei sein beim Einschläfern? Weil da haben wir ja auch noch nicht gewusst und haben ihn einschläfern lassen. Und habe ich mir noch überlegt, gibt es Menschen, die da nicht dabei sein können? Natürlich bin ich dabei und habe ihn dann wenigstens im Arm. Aber es mag wohl auch Menschen geben, die es nicht schaffen. Finde ich auch für das Tier halt nochmal schwieriger, aber vielleicht muss man auch das verstehen, dass es nicht jeder kann, dann da dabei zu sein. Marianne, ich hole dir mir immer schon vorher einen neuen dazu. Also bei meiner Donna war das ja dann auch so, dass Vajana blieb. Und es gibt ein Video, das hat noch keiner gesehen. Es gibt ein Video von einer sterbenden Donna. Ich hatte mein Handy dann da, also ich habe mein Handy immer irgendwo einstecken und wir wollten noch mal raus. Es war Mitternacht, es hat geknallt, da durften wir noch nicht Silvester miteinander feiern, weil es noch verboten war, coronamäßig. Weil sonst feiern wir hier immer mit dem Hundeverein zusammen. Und wir sind noch mal raus, sie ist noch mal mit und sie ist beim Rausgehen zusammengebrochen. Und das ist sie vorher schon immer mal, das heißt, ich habe sie hochgehoben. Sie ist wieder ein Stück gelaufen, sie ist nochmal zusammengebrochen. Und ich habe in dem Moment gewusst, okay, jetzt ist es anders wie die Male vorher. Und habe sie genommen und habe sie aufs Sofa gelegt. Und da ist sie dann tatsächlich gestorben. Und es gibt ein Video, das habe ich dann gemacht, weil ich das so rührend fand, wo die Vajana, also ihre Nachfolgerin sozusagen, hin ist, Schnauze an Schnauze. Ich weiß nicht, was sie ausgetauscht haben, also ich kann es mir vorstellen, aber ich fand es total rührend, weil es genau diese Kombi war, der Hund, der bleiben sollte, weil Donna bald geht oder Donna sich gewünscht hat, dass sie bleiben darf, weil sie ja bald geht. Das hat noch nie jemand gesehen, aber das ist bei mir auch so irgendwie tief da drin. Also die Hunde wissen viel, viel mehr, als wir glauben. Und da läuft viel mehr zwischen den Hunden, wie wir glauben. Bei Paco war es anders. Bei Paco kam ja erst ein paar Monate später ein neuer Hund, aber ein ganz, nämlich meine Pina. Also Pina heißt ja Pina, weil sie das P von Paco und das A am Ende von Cara hat. Pina ist eine Mischung aus den beiden und ist einen Tag nach Pacos Tod in Spanien geboren. Und ich habe gar nicht bewusst geguckt, aber irgendwann kam da ein Video und ich sehe da ganz viele Welpen und ich sehe einen speziellen Welpen und ich kann auch gar nicht sagen, warum es genau der Welpe war, aber ich habe einen Screenshot gemacht, habe einen Hund angekreuzt, habe das an Spanien geschickt und habe gesagt, das ist Pacos Nachfolgerin. Und ja, und dann musste ich halt noch ein bisschen warten, weil die ja erst mit 4 Monaten ausreisen dürfen. Aber deswegen Pina, das P von Paco und das A am Ende von Cara. Und Paco war schwarz und Kara war gestromt und Pina ist dunkel gestromt. Also die hat tatsächlich beides. So, ich lese mal wieder ein bisschen weiter hier. Anja, Anton kam knapp 3 Monate nachdem Rico ging zu uns. Ich bin der Meinung, Rico hat ihn geschickt. Er verstarb am 8. April. Anton war da schon geboren. 1. April, genau, ist ja ein April-Scherz, dann Anton. Ich hatte 2 Wochen nachdem Rico nicht mehr da war, wie eine Art Gespräch zwischen ihm und Sally gehört, wie er zu Sally sagt, dass bald ein kleiner Welpe einzieht, auf den sie gut aufpassen soll und den sie sehr lieb haben wird. 2 Tage später erfuhren wir von anderen. Siehst du, und das sind so tolle Geschichten, weil ich denke, wenn man ein Gespür für Tiere hat, ja, man kann eine Ausbildung als Tierkommunikatorin machen, aber wenn man ein Gespür für Tiere hat und für seine Tiere, kriegt man auch sowas irgendwo mit. Und da kann man dran glauben oder nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das spüren. Na, wenn man sich auf sowas einlässt und sowas wahrnimmt und auch nicht als Spinnerei abtut, dann passieren genau solche Dinge. Und ganz oft höre ich, komischerweise, so wie mir es auch gegangen ist, ich habe gar nicht bewusst geguckt und dann ploppte irgendwo ein Bild auf. Oder bei mir dieses Video. Dann ploppte dieses Video auf und ich sehe da dieses kleine Pina-Teil da quer durch, die hat da so rotzfrech um die Ecke geschaut, wo ich gedacht habe, die muss hierher. Dann passieren solche Dinge. Karina, ich wollte, als klar war, dass Mary nicht mehr lange bei uns bleibt, eine Hündin vom Tierschutz adoptieren und auch Isabel den Übergang zu erleichtern.
Wenn er dann soweit ist, das ist auf null Verständnis gestoßen bei der zuständigen Tierschützerin und sie weigerte sich von vornherein, mich und meine Hunde das Tier überhaupt kennenlernen zu dürfen. Das finde ich aber seltsam, ehrlich gesagt. Weil, warum sollte man da kein Verständnis dafür haben? Komisch. Aber ja, manche Tierschutzorganisationen sind ein bisschen seltsam. Anja, ja, umsonst ist nicht mal der Tod, egal ob beim Menschen oder Tier. Ja, okay. Hallo Karina, da hatte ich zum Glück eine andere Erfahrung, habe Sam kennengelernt, als Hank sich auf den Weg machte und habe auch gesagt, sie können ruhig vermitteln, wenn es passt. Aber Sam kam aus der ersten Vermittlung zurück. Als Hank gerade gestorben war, sollte wohl so sein. Genau, Schicksal. Sollte so sein. Ja. Irgendjemand hat da schon so seine Pläne über uns und dann sollte das so sein. Karina, es gibt, ups, gehüpft, es gibt, Katrin, es gibt ja auch Menschen, die die Tiere ausstopfen lassen. Das wäre mir zu heftig. Ja, das wäre mir auch zu heftig. Das weiß ich, dass es das gibt und das sieht man ja auch immer mal im Fernsehen oder irgendwo. Das wäre mir auch zu heftig. Aber die Menschen, für die ist es vielleicht genau passend. Vielleicht können die mit Urne nichts anfangen und nichts mit Vergraben anfangen, sondern die brauchen es vielleicht so. Wäre mir persönlich aber auch zu heftig, ehrlich gesagt. Anja kann das auch nicht, ja. Susanne, meine Mutter konnte nicht dabei sein, als wir meinen ersten Hund gehen lassen mussten. Das fand ich schade, weil die Hündin meine Mutter besonders liebte. Ich blieb an der Seite meines Hundes, obwohl es mir auch sehr schwer fiel. Ja, also ja, schwer, da fällt einem natürlich schwer. Für die Tierärzte ist das ja mehr oder weniger ihr Job. Ich glaube, dass es für Tierärzte auch nicht einfach ist, immer mit dieser Trauer von den Menschen umzugehen. Ich habe, mein Aragorn war ja kürzlich in einer OP, in einer Tierklinik. Also wegen, war ja der Verdacht auf Knochenkrebs, was sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat. Und dann haben wir gleich die Zähne saniert. Jedenfalls war der in Narkose und ziemlich lange. Und ich war ziemlich lange in der Tierklinik, weil ich darauf gewartet habe, dass ich ihn dann wieder mitnehmen kann. Und in dem Moment, also in der Zeit, wurde ein gebissener kleiner Yorkshire Terrier gebracht. Und zwar von der Familie des Hundes, der gebissen hat, weil der Besitzer des Yorkshire Terriers heimgefahren ist, um seine Tochter und seine Frau zu holen, um in die Klinik nachzukommen. Also es war irgendwie wegen konfus alles und natürlich eine große Aufregung und Geschrei und so weiter und so fort. Und dann ist die Stunde drauf. Also die haben dann noch alles Mögliche versucht. Also es war ein Yorkshire Terrier und der andere Hund, ich habe dann so Gespräche mitgehört, der andere Hund war ein Doggenmix, der wohl auch schon mehrfach gebissen hat und dann gab es noch Vorwürfe, warum der kein Maulkorb trägt und so weiter und so fort. Jedenfalls ist der Yorkshire Terrier dann leider verstorben in der Klinik. Und dann kam die Besitzerin des Yorkshire Terriers, also die Frau des Mannes, und es war natürlich ein Geschrei und geheult und Vorwürfe und dann da dachte ich tatsächlich, also so in so einer Tierarztpraxis, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, den ich da erlebt habe. Die haben es auch nicht, also auch die Tierarzthelferinnen da, es ist schon auch kein Job, glaube ich, der so spurlos an einem vorbeigeht. Weil die ja jeden Tag irgendwie mit sowas auch zu tun haben, ne? So mit Trauer und Ängsten und ja, Wut. In dem Moment natürlich auch Wut. Er hat schon den und den gebissen und irgendein Kind hat er schon gebissen, habe ich dann gehört. Und ja, was willst du machen? Also, wo waren wir denn? Susanne, mir ist es auch schon passiert, dass nach dem Tod meist erst ein paar Monate später ein neuer Hund einzog und ich in der einer Situation plötzlich das Gesicht des verstorbenen Hundes in dem neuen sah, fast so, als ob es das Okay zum Nachfolger war. Ich glaube, dass die Hunde oder die Tiere tatsächlich ihre Finger im Spiel haben. Und genau. Und dass sie da vielleicht auch Einfluss drauf nehmen, wann und wie da was Neues kommt. Ich habe auch ganz lange nach Pacos Tod, wie gesagt, Paco war mein absoluter Seelenhund,
Der ist dafür verantwortlich, dass ich Hundetrainer bin. Der ist dafür verantwortlich, dass ich Pflegestelle für Galgos geworden bin. Der ist dafür verantwortlich, dass es meine Hundeschule gibt und meine Hundepension. Der ist dafür verantwortlich, dass sich mein Leben genau in die Richtung entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Ich habe ganz lange danach immer noch irgendwie was empfangen, wo ich wusste, das kommt jetzt von Paco. Susanne, meine Katze, die letzten September starb, kam in der darauffolgenden Nacht zu mir, weckte mich, weil ich spürte, wie ihr Rücken und ihr Schwanz unter meiner Hand durchstreifte, so wie sie es als junge Katze immer gemacht hatte. Gleichzeitig bekam ich die Info, mir geht es gut, ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe dich lieb, alles ist gut. Es war alles so real und kein Traum. Schön. Genau. Wenn wir uns, wie soll ich sagen, wenn wir dran glauben, dass sowas passieren kann, dann passiert auch sowas. Wenn ich natürlich nicht offen bin für solche Sachen, aber ich glaube, alle, die heute zuhören, sind offen dafür, sonst würden sie bei dem Thema nicht zuhören. Aber wenn ich offen bin für sowas und weiß, da ist ja noch eine Seele da, da ist nach dem Tod ist es ja nicht vorbei. Die tot sind, mein Papa hat beim der Beerdigung von meiner Mama so einen Satz von sich gegeben, den werde ich auch in meinem Herzen haben. Die Hedi, also Hedi ist meine Mama, die Hedi weiß jetzt mehr wie wir. Na, das wissen wir ja erst, wenn wir gestorben sind, aber es ist ja nicht das Ende. Und ja, ich glaube, wenn man offen dafür ist, dann spürt man das. Caroline, bester Paco auf der Welt. Mein Paco. Er war der Beste. Marianne, ich hatte meine Terry im Internet gefunden und eine ziemlich kleine Mixhündin, hatte meine Bedenken wegen meinem Paco, weil der nicht so verträglich war. Er hatte die Kleine so toll aufgenommen und super mit ihr gespielt. So habe ich wahrscheinlich meinen Paco so toll nochmals erleben dürfen. Dass dieses nochmal jung werden, ne? Sagt man ja auch oft. Mensch, der wird nochmal richtig jung. Ein neuer Hund ist ein richtiger Jungbrunnen, oder? Es ist nochmal eine Aufgabe da. Das, was Donna wohl noch als Aufgabe dann gesehen hat, als klar war, ja, die darf bleiben, aber ich brauche dich noch, als Aufgabe gesehen hat, wenigstens noch 2 oder 2,5 Monate, das ein bisschen Erziehung mit einfließen zu lassen. Karina, also meine Tierärztin weint jedes Mal mit mir, wenn eines meiner Tiere gehen muss. Ihr fällt das auch nicht leicht und daher weiß ich auch, dass sie mir niemals zum Einschläfern raten würde, wenn sie noch eine Chance auf Schmerzfreiheit etc. sieht. Das ist mir eine große Stütze, denn beim Leiden zuschauen kann ich nicht. Das mache ich bei Menschen ohne Probleme, aber bei meinen Tieren schaffe ich es nicht. Ja, aber da auch wirklich immer im Hinterkopf haben, wir empfinden es wie Leiden. Also, na, ohne Frage gibt es Dinge, wo ein Tier leidet. Aber hinterfragt es wirklich. Ist es dieses Schmerz äußern als Hilfe zur Selbsthilfe? Ist es für einen Hund trotzdem tragbar, auch wenn was weh tut? Also das habe ich auch ganz oft, dass die Tiere schon äußern, ja, das tut weh und ja, das ist beschwerlich und ja, das ist nicht schön. Aber es ist trotzdem normal, weil das vielleicht zum Sterben dazu gehört. Aber ein Tier leiden zu sehen oder sein Tier leiden zu sehen, ist natürlich schwer, ganz klar. Da kann ich auf jeden Fall mit dir gehen, Karina. Das ist schwer. Bevor ich es vergesse, ich möchte euch zwei Bücher vorstellen. Also passt auf. Das eine habe ich mir aufgeschrieben, das ich nämlich selber nicht kenne. Vielleicht kennt es einer von euch, das letzte Stück des Weges. Ich hatte die Autorin angeschrieben, die wohl auch hier in der Gruppe ist, falls du da bist, Michaela. Hallo. Also sie hat zumindest meine E-Mail gelesen, wo ich über den heutigen Abend geschrieben habe. Michaela Schwestka, also wie Schwester, bloß mit TKA hinten. Michaela Schwestka, das letzte Stück des Weges. Michaela hat mich gebeten, das doch zu erwähnen, was ich gerne mache, auch wenn ich das Buch nicht kenne. Aber ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt, weil ich euch ja auch nur was empfehlen will, was dann auch wirklich gut ist. Und es hat super Rezensionen. Jeder ist ja begeistert von dem Buch. Danke, Anna. Super. Also auf Amazon nur 5er Bewertungen und auch so habe ich jetzt schon ein paar Mal, ich habe dann gegoogelt, ein paar Mal gelesen, dass es wirklich ein tolles Buch ist, deswegen darf ich das euch gerne empfehlen. Mache ich damit sehr gerne, Michaela. Und dass ich ganz gerne auch mal weitergebe als Tipp ist dieses hier.
Wenn Tiere ihren Körper verlassen, Sterbebegleitung für Tiere. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, ne? Müsst ihr das sehen. Und das kann ich empfehlen. In meinem Buch, in meinem neuen, das ja jetzt, wir sind im Plan, also das, was vermutlich Ende Juni, Anfang Juli wirklich da ist, sind auch im Anhang Literaturtipps und da steht zum Beispiel sowas auch dabei. Und Thema Literaturtipps in meinem Buch ist auch über die Sterbebegleitung, auch über dieses Thema, was wir heute haben, geschrieben. Und da gibt es immer mal im ganzen Buch, das zieht sich durchs ganze Buch, gibt es QR-Codes und Links, wo man noch mehr Infos dazu kriegen kann. Und da habe ich auch den Text zu meiner Sterbebegleitung nochmal. Ich stelle euch später, weil das habe ich jetzt auf dem PC und nicht auf dem. Und das kann die Anna leider nicht recherchieren, weil es noch nicht öffentlich ist, diese QR-Code-Dinger. Aber ich stelle euch den Link noch rein. Dann könnt ihr euch das gerne, ist eine PDF, gerne kostenlos runterladen. Da habe ich nochmal über diese fünf Sterbephasen geschrieben, auch nochmal eben Literaturtipps. Dann könnt ihr euch das auch gerne so nochmal holen. Da steht das auch mit diesem T61 noch drin. Ich habe diesen Bericht auch vor vielen Jahren mal geschrieben. Ich werde ihn vielleicht noch ein bisschen überarbeiten. Aber so wie er jetzt im Moment online steht, also im Hintergrund online steht, könnt ihr euch das gerne runterladen. Link stelle ich euch dann noch hier rein. Anja, ich gucke morgen den Rest. Bis morgen. Nee, wir sehen uns morgen nicht, aber du kannst doch zu mich morgen sehen. Genau. Hat denn jemand noch eine Frage? Ich überlege gerade, ob ich euch noch was Wichtiges, also wir haben ja jetzt schon ganz viel tatsächlich sehr in der Tiefe gesprochen, was das Thema angeht. Zu den fünf Sterbephasen vielleicht noch. Die können unterschiedlich lang dauern. Die können ein paar Wochen dauern, die können aber auch ein paar Monate dauern. Die können aber auch sekundenschnell ablaufen, nämlich wenn es zum Beispiel ein Unfall ist, klar, dann ne, ist ja die Entscheidungsmöglichkeit nicht da, dann geht es natürlich alles sehr schnell. Also jedes Tier durchläuft oder jedes Lebewesen durchläuft diese Sterbephasen, aber wie lange die dauern, kann sehr unterschiedlich sein. Eben auch mit diesen Auf- und Abs, was aber auch sehr normal ist. Das wäre vielleicht noch wichtig. Homöopathie, also es gibt, das fällt mir jetzt aber nicht ein. Wir haben ja oft so komische Namen. Es gibt ein Globuli, das hat vorhin ja jemand erwähnt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber jemand hat erwähnt, dass dieses Entscheidungsglobuli, das gibt es tatsächlich, das gibt man in einer höheren Potenz und das hilft den Hunden so zu entscheiden, ja, ich will gehen oder ich will nicht gehen. Ähnliches gibt es bei Bachblüten. Da gibt es dieses Gors, glaube ich, heißt es, und Walnut. Aber da müsstet ihr euch vielleicht dann selber mal informieren, weil mit Bachblüten bin ich nicht so bewandert. Und Angela, bis morgen. Aber es gibt tatsächlich auch da eben diese Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, homöopathisch, wenn man auch an diese Richtung glaubt, das ist ja auch ein Ding, ne? Wenn ich sage, das hilft eh nicht, dann brauche ich den Weg nicht gehen. Wenn ich aber das Gefühl habe, homöopathische Begleitung kann helfen, dann habt ihr da auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Ihr habt Möglichkeiten durch Tierkommunikatoren, ihr habt Möglichkeiten durch, vielleicht auch durch Gespräche mit anderen, ne? Wie war das denn bei dir? Also das, was wir jetzt heute Abend ja eigentlich auch machen, jeder erzählt so ein bisschen, wie es bei ihm war. Jeder hat da wegen andere Befindlichkeiten. Für die einen ist das okay, für die anderen ist das okay. Ich glaube, auch sowas hilft ja, Klarheit zu schaffen. Wie wichtig ist, dass man dann, wenn es soweit ist, einfach nicht durchdreht, ne, um es mal so profan zu sagen, sondern trotz aller Trauer und trotz allen Schmerzes, den wir ja haben, trotzdem noch überlegen kann, was ist wichtig, an was müssen wir denken, wie kann ich es meinen anderen Tieren eben leicht machen, wie kann ich nicht, also ich muss für meine anderen Tiere ja trotzdem noch ein verlässlicher Partner sein. Na, das müssen wir immer. Das müssen wir auch in solchen Situationen. Wenn die schon nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen und wir Menschen noch total, dann ist erst recht viel Unruhe in der Gruppe. Deswegen muss man auch in solchen Momenten trotzdem versuchen, klar zu bleiben. Man darf seinen Schmerz äußern, man darf trauern, man darf mit den Hunden zusammen weinen, man darf ganz, ganz viel kuscheln. Als meine Kara dann noch gegangen ist, haben wir Gott sei Dank, danke an Anna und mein restliches Team, die haben mir ganz viel abgenommen, dass ich mit meinen anderen einfach wandern konnte, laufen konnte, an die frische Luft konnte, mich irgendwo auf eine Wiese setzen konnte und das alles erstmal verarbeiten konnte.
Na, das ist wichtig, aber man muss dann einen Weg finden, die Gruppe da trotzdem zu führen, trotzdem weiterhin da zu sein für die Gruppe oder für die anderen Tiere, die halt noch da sind. Anna, ach ja, genau, das ist Anna, genau. Mich hat das Thema Tierkommunikation vergangene Woche wieder enorm geflasht, inklusive der lieben Verwandtschaft. Der schlimme Gedanke, der mich leider nicht losgelassen hat, war jedoch: Was ist, wenn Ginny nicht mehr lebend wiederkommt? Also Ginny ist die Hündin von Annas Schwester, die auch bei uns hier in der Welpenstunde ist. Das ist ein kleiner Pudelwelpe und der war abgehauen und war eine Nacht weg. Und ich habe über die Tierkommunikation das begleitet, hatte also immer Kontakt zu Ginny, ja, bis sie von Anna gefunden wurde. Ich lese schnell weiter, was Anna schreibt. Ich habe bis zum Schluss die Ruhe bewahrt, bis zu dem Moment, als sie mir in den Arm gesprungen ist, dann war es aus. Dann kamen die Tränen. Aber es waren ja Freudentränen oder auch einfach, also Freudentränen oder einfach die Last fällt ab, ne? Und wenn die Last von einem abfällt, fängt man auch das Weinen an. Genau, also ich habe das begleitet. Ich wusste, dass sie das, also weil im Raum stand, dass sie angefahren wurde. Das wusste ich, dass sie nicht ist. Ich wusste aber, dass sie trotzdem auf der einen Seite Schmerzen hatte. Da waren dann wohl irgendwelche Krusten, vielleicht hing es in irgendeinem Gebüsch fest. Also es war auf der Seite tatsächlich ein bisschen was, aber eben keine schlimme Verletzung. Sie hat sich nachts einen Unterschlupf gesucht und am nächsten Morgen im Prinzip sich in dem Bereich aufgehalten, wo sie wohnt, und Anna konnte sie dann finden. Aber auch für sowas ist Tierkommunikation natürlich eine gute Möglichkeit. Die liebe Verwandtschaft, die vorher nicht an sowas geglaubt hat, hat wohl jetzt gemerkt, dass es schon Hand und Fuß hat. Auch wenn es für jemanden, der nicht drinsteckt in der Materie, komisch klingt. Pia, meine Geiger Karla ist völlig unerwartet sehr schnell gestorben. Davor hat sie gekotet, gepieselt, sich übergeben und sehr geschehen. Kannst du dazu etwas sagen? Also, ich weiß natürlich nicht, was es war. Beim Paco weiß ich das auch nicht. Der hat davor noch gefressen. Der war auch nicht auf seinem Sterbeweg. Der hat noch gefressen. Es gibt ja auch so Dinge wie Herzinfarkt oder so Dinge wie bei einer Hündin von auch hier, jemand, der bei uns im Training ist, die mein Fritz Kasimir damals auch adoptiert hat, wo die Hündin mit 9 Jahren an einem geplatzten Tumor ganz plötzlich unerwartet schnell gestorben ist. Oder mein Finn, na, wo auch nichts absehbar war. Also es gibt ja auch so Dinge, die ganz, ganz plötzlich passieren. Na, das ist wie bei einem Unfall, der plötzlich passiert, kann auch sowas plötzlich passieren. Das heißt, wenn die noch gekotet und gepieselt hat, sehr geschrien, vielleicht ist irgendwas geplatzt. Also da könnte dir jetzt ein Arzt mehr darüber sagen, was vielleicht die Ursache sein könnte. Ich glaube, dass sowas, so Dinge wie mit unserem Hund, der hier vom Zug erfasst wurde, das war auch Kundschaft von uns, der sollte jetzt in den Pfingstferien, in den Sommerferien wieder in die Pension kommen. Der ist nie auf die Schienen gelaufen. Wohnen da in der Nähe, ist nie auf die Schienen gelaufen, an dem Tag schon. Wir wissen nicht, was war, warum, keine Ahnung. Ist immer schwierig, sich hinterher da, ne, zu überlegen, was könnte da passiert sein. Geschrien, ein Schmerz in dem Moment mit Sicherheit. Also tatsächlich vielleicht irgendwas im Körper, was diese Reaktion ausgelöst hat. Daniela, mir geht durch den Kopf, wie es möglich gemacht werden kann, dass meine Hunde von mir Abschied nehmen können, sollte ich vor ihnen sterben. Sie denken ja sonst, ich hätte sie einfach verlassen. Auch ein wichtiger Gedanke. Da hast du tatsächlich recht. Da muss man aber ja vielleicht auch erstmal überlegen, was passiert, wo gehen denn die Hunde hin, wenn du gehst und deine Hunde noch da sind. Ist das dann schon geklärt? Da macht man sich ja auch immer wenig Gedanken und ehrlich gesagt für meinen Teil auch nicht wirklich. Wir haben hier bei uns im Verein ja dieses Notfallprogramm, das heißt, man kann sich registrieren
wenn man einen Unfall hat oder im Krankenhaus ist oder eben stirbt. Ich weiß, wo die Schlüssel von den Leuten, die registriert sind, wo die Schlüssel zum Haus liegen. Ich darf offiziell die Hunde holen. Ist ja auch nicht so, ne? Ich kann ja nicht einfach irgendwo Hunde abholen. Das muss ja vorher alles geklärt sein. Da ist auf einem Konto Geld hinterlegt, das dann zumindest so die erste Zeit abdeckt, dass ich mich um die Hunde kümmere. Also wir haben da was entwickelt mit jemandem zusammen. Aber ne, die Frage, was passiert mit meinen Hunden, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder so? Vielleicht müssen wir da erstmal drüber nachdenken, bevor wir drüber nachdenken, wie können die Hunde dann Abschied nehmen, weil das ja tatsächlich auch darauf ankommt, wie wir sterben. Aber auch ein wichtiger Gedanke, Daniela. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, ich fände es auch wichtig, dass Hunde sich von ihren Menschen verabschieden. Wenn es möglich ist, fände ich das, glaube ich, auch wichtig. Ja. Anna, nicht durchdrehen ist enorm schwer und anstrengend, ja. Sich nicht von der Angst um den Hund, also jetzt in dem Fall die verloren gegangene Ginny, ein verloren gegangener Welpe, nicht von der Angst so sich fangen lassen, weil dann kann man erst recht nicht mehr klar denken. Anke, danke für dieses Thema. Ich dachte an Trauer, aber wenn ich die Bilder meiner toten Hunde sehe, empfinde ich vor allem Dankbarkeit, dass sie bei mir sein durften. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sterben müssen wir alle. Ja, sterben lässt sich nicht aufhalten, dass wir nicht das als letztes im Kopf haben, sondern die Dankbarkeit, dass sie bei uns waren, die Dankbarkeit, was sie für uns, also jeder Hund oder jedes Tier beeinflusst ja auch irgendwo ein Leben, also unser Leben. Deswegen sage ich immer, der Paco, ohne mein Paco wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Vielleicht wäre ich gar nicht mehr da. Na, ich habe ja da so auch einiges mitgemacht mit hier so Baumängeln und 16 Jahre Prozess führen und keine Ahnung, was da alles in meinem Leben schon passiert ist, wo andere vielleicht dran verzweifeln. Vielleicht wäre ich ohne mein Paco gar nicht mehr da. Deswegen diese Dankbarkeit, finde ich schön, dass du das nochmal schreibst. Das ist das, an das wir uns erinnern sollten und an die schönen Dinge und nicht an das Ende und an die Trauer. Katrin, vielleicht ist es für die Seele dann auch überraschend, wenn sie den Körper so schnell verlassen muss. Ja, es kann auch sein, dass es der Schrei, dieser letzte, dieses Lösen war. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, was relativ normal ist, wenn ein Hund auf ganz normalen Wege geht, dass da am Schluss nochmal so ein, das ist kein Schmerzensschrei in dem Sinn, sondern es ist einfach, da löst sich was. Die Seele muss sich vom Körper lösen, sonst kann die Seele nicht gehen. Und das könnte eventuell auch in dem Fall gewesen sein. Anna, das war, glaube ich, alles auf einmal, aber diese Ungewissheit war das absolut Schlimmste. Und wenn du und die Gespräche nicht gewesen wären und mein verzweifelter Versuch, sie selbst zu erreichen, oh Mann. Ja, da kann das halt helfen, ne, wenn mein Kontakt mit jemandem ist. Und ja, ich möchte mir das auch überhaupt nicht ausmalen. Ich hatte das Gott sei Dank noch nie. Mein Hund war mal 5 Minuten im Wald oder so. Und das auch vielleicht ein, zwei Mal ist mir das passiert. Einmal war der Pepe mal kurz weg, doch der Paco war auch mal weg, wo er nicht mehr so wirklich konnte, also auch schon ziemlich am Ende seines Daseins. Ich musste meinen Paco nie an der Leine führen, der war immer da, ich musste nie auf den achten, aber irgendwann, wenn sie alt sind, kriegen sie halt nicht mehr mit, wenn du abbiegst. Und dann war der Paco auch im Wald mal weg und ich musste meinen Paco suchen. Und seitdem ist er dann halt an der Leine gelaufen, in den letzten Wochen des Lebens. Die Donna war mal eine Zeit weg, weil da irgendwelche Rehe aus dem Wald sind und der Pepe war mal eine kurze Zeit weg. Das ist eine kurze Zeit, aber das sind 5 Minuten schon schlimm und ich möchte nicht dran denken, wie es ist, wenn der Hund 2 Tage weg ist und die ganze Nacht irgendwo alleine verbringt oder so. Klar, ist sowas nicht schön. Aber es ist ja Gott sei Dank gut gegangen und die Ginny hat es gut weggesteckt und die Ginny hat es ja auch gut gemacht. Also die hat sich einen Unterschlupf für die Nacht gesucht, die war im Bereich, wo sie wohnt, die, ja, also hat sich von der Straße ferngehalten, weil da ist eine Straße dazwischen und ich immer zu ihr gesagt habe, sie soll bitte bei der Straße aufpassen. ja.
Naja, nee, von jedem Hund habe ich sehr viel lernen dürfen. Oh ja, ich auch. Jeder Hund ist anders. Jeder Hund, der im Leben ist, oder jedes Tier, das in unserem Leben ist, bringt irgendwas mit, was für uns wichtig ist oder was wir, ja, wo wir irgendwas daraus lernen. Wie hat das der Elch mir damals erklärt, der Tod gehört zum Leben dazu und wir Tiere haben keine Angst davor. Genau. Tiere haben keine Angst vor dem Tod. Haben die nicht. Anke ohne Petsch haben Henk, Bella, Trudi, Sam, Theo und viele wohl kein Zuhause gefunden. Da hat mein alter kranker weißer Schäfer ganz schön was bewirkt. Ups, den Botschi vergessen. Oh, wie kannst du den Botschi vergessen, den Süßen? Ich mag dein Botschi. Ja, das denke ich auch. Ja. Ja, mit Sicherheit war das irgend sowas in der Richtung. Ja, wenn mein Paco nicht gewesen wäre, also Paco ist ja kein Galgo gewesen, aber eben aus dem spanischen Tierschutz und war ja sehr schwierig, hat ja mein Papa gebissen, mein Bruder gebissen, ganz viele Hunde gebissen. Paco war ja echt ein harter Kampf. Und durch den bin ich ja auf die spanischen Galgos gekommen, weil ich wissen wollte, wie die Hunde in Spanien, weil er ist aus dem Tierheim nach Deutschland vermittelt worden. Kam dann in die Familie, von der Familie in eine andere Familie, weil er den Mann gebissen hat. In der anderen Familie hat er auch den Mann gebissen. Die haben ihn dann ins Tierheim hier in der Nähe, also in Kronach. Und ich habe ihn damals aus dem Kronacher Tierheim geholt. Aber ursprünglich war er aus Spanien. Und ich wollte einfach, weil er so schwierig war und ich wollte verstehen, was da vielleicht drinsteckt, habe ich mich mit den spanischen Tierschutzhunden befasst und kam dadurch irgendwie auf die Galgos. Und bin dann bei den Galgos hängen geblieben. Also da war auch Paco dafür verantwortlich. Ich hätte heute nicht so viele Hunde und vor allem wäre ich nicht so in diesem Windhund-Tierschutzthema, wenn Paco nicht gewesen wäre. Also auch das hat Paco bewirkt. Was ist Sterben? Anna, muss ich dann mal gucken, was du da gefunden hast? Ich kann gleich mal gucken, warte. Ach, mein Paco, was ich damals geschrieben habe. Oh, schön, genau. Lest es euch kurz vor, was ich geschrieben habe, als Paco gegangen ist. Ich finde es nämlich auch eine total schöne Geschichte. Oh, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht heule. Was ist Sterben? Ein Schiff segelt hinaus und ich beobachte, wie es am Horizont verschwindet. Jemand an meiner Seite sagt, es ist verschwunden. Verschwunden, wohin? Verschwunden aus meinem Blickfeld. Das ist alles. Das Schiff ist nach wie vor so groß, wie es war, als ich es gesehen habe. Dass es immer kleiner wird und es dann völlig aus meinen Augen verschwindet, ist in mir. Es hat aber mit dem Schiff nichts zu tun. Und gerade in dem Moment, wenn jemand neben mir sagt, es ist verschwunden, gibt es andere, die es kommen sehen und andere Stimmen, die freudig aufschreien. Da kommt es. Das ist Sterben. Das ist von Charles Henry Brand. Ja, das habe ich damals mit meinem Pago geteilt, als Pago gegangen ist. Am 7. März 2020. Und am 8. März 2020 ist mein kleiner Pina-Teufel, der da hinten ganz friedlich liegt, ja, geboren. Ja, das ist Sterben. Man geht und woanders kommt man an. Ja, ihr Lieben, mal ein ganz anderes Thema für so einen Webplausch, aber ein wunderbarer Austausch, finde ich. Mit euch allen, die dabei waren. Ich suche euch noch das PDF raus. Ich stelle das noch hier rein. Den Link zu dem PDF. Also es ist einfach eben auch diese Zusammenfassung, die ich damals über diese Sterbebegleitung geschrieben habe. Und dann könnt ihr euch das gerne runterladen, wenn ihr euch das nochmal durchlesen wollt. Wenn jemand noch eine Frage hat, schreibt bitte gerne noch rein. Ich warte noch ein bisschen. Dachte ja, dass wir heute relativ kurz reden und trotzdem ist es wieder fast 2 Stunden und ich finde es echt schön, dass man auch über so ein Thema sich gut austauschen kann. Sandra, vielen Dank, sehr bewegend heute. Dankeschön. Sehr schöner Gedanke, Mann. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Daniela, danke vielmals. Ich möchte jetzt gerade meine Hunde knuddeln. Ich glaube, dass ich das auch jetzt dann gleich tue. Dass ich alle, die da irgendwo hier rumliegen, mal ganz ganz toll drücke und ihnen sage, wie lieb ich sie habe. Anke, vielen Dank für den Abend, ein ganz besonderes Thema. Vielen Dank, Silke. Schön, dass ihr alle dabei wart.
Ich habe echt überlegt, also wie ich mir gedacht habe, dass wir das Thema auch mal zum Thema vom Webplausch machen, ob da viele dabei sind. Und ich finde es total schön, dass ihr auch wirklich von euch geschrieben habt und von euch erzählt habt. Und weil immer, wenn man sowas schreibt und man denkt dran, ist es ja trotzdem emotional. Aber gerade das macht, glaube ich, diesen Abend jetzt aus, ne? Dass man von ganz vielen Seiten ganz viel auch von den eigenen Geschichten gehört haben. Steffi, danke. Heidi, danke. Susanne, es ist wichtig, das alles zu thematisieren. Genau, finde ich eben auch. Der Tod ist in unserer Gesellschaft zum Tabuthema geworden, aber es ist Teil des Lebens wie auch die Geburt. Ja. Als meine Mandy starb, Marianne, hatte ich noch eine Weile das Gefühl, dass sie noch mich bei den Spaziergängen begleitet hatte. Hat sie vielleicht? Hat sie? Was heißt vielleicht? Wenn du das Gefühl hattest, hat sie das bestimmt. Zweifel an meinem Schoß. Katrin, danke für den Abend. Ich weine jetzt ein bisschen vor Dankbarkeit und in Erinnerung. Der Rest wird geknuddelt. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal bei meinen Urnen vorbei und kurz Danke sagen. Petra, danke, war sehr schön. Mein Rudi ist ja erst 5 Wochen weg. Er fehlt. Oh ja, sie fehlen immer irgendwo, ne? Es wird mit der Zeit vielleicht leichter, aber fehlen werden sie immer irgendwo. Sabine, danke dir auch noch einen schönen Abend. Drück die Kaya mal feste von mir, wenn die gerade sehr trauert. Dann knuddelt sie mal erst recht von mir. Setz dich zu deiner Kaya und denk an die lustigen Sachen, die mit Kapi passiert sind. Denk gemeinsam. Erzähl ihr irgendwelche lustigen Dinge, die Kapi mit ihr veranstaltet hat. Versuch für die Kaya, so schwer wie es ist, da so eine Leichtigkeit reinzukriegen. Wenn ein Hund sehr trauert, hilft es gemeinsam an lustige Ereignisse zu denken. Ute, ich verabschiede mich auch, war auch mal interessant. Ja, ich denke auch, ne? Man kann auch mal über solche Themen sprechen. Ja, meine verstorbenen Hunde haben mich auch immer bei folgenden Spaziergängen noch begleitet. Ja, ich bin da auch ganz sicher, dass die da noch nicht nur bei den Spaziergängen, sondern einfach noch da sind. Und Paco wird mich immer begleiten. Na, ich habe euch ja erzählt, was Paco für mich bedeutet oder wie der mein Leben beeinflusst hat. Deswegen hat er auch ein Buch auf der, oder ersten, zweiten, auf der dritten Seite für Paco und alle Hunde, die mich auf meinem Weg hierhin begleitet haben. Aber für Paco, das musste in dieses Buch rein, weil es gäbe es alles nicht. Und der wird immer da sein. Nicht nur auf meiner Haut, ja. Sondern generell immer. Wir sehen uns ja Ende Juni in Frankenthal. Genau, du bist in Frankenthal dabei. Wir haben in 2 Wochen, nee, ja doch, in 2 Wochen habe ich Camping-Übernachtungstest, damit es dann in Frankenthal gut klappt, wenn ich da mit meinen ganzen 6 Hunden und mit meinem Wohnwagen anrausche. Ich freue mich auch schon, euch kennenzulernen, Marianne. Gut, ihr Lieben, ich glaube, Fragen haben wir keine mehr. Wann gibt es wo dein Buch? Mein Buch ist im Moment bei 10 Testlesern. Zum einen, um noch Rechtschreibfehler vielleicht zu finden. Und zum anderen war mir wichtig, dass es vorher von einigen gelesen wird, ob inhaltlich alles verständlich ist, weil man ja da oft einfach so ein bisschen betriebsblind ist. Und es ist sowohl bei einigen Hundetrainern zum Testlesen als auch bei einigen ganz normalen Hunde, also Mehrhundehaltern. Und bis Ende April war so ungefähr die Frist, weil dann in der Zeit können wir noch Fotos machen, die noch fehlen. Spätestens Mitte Mai muss es in die Druckerei, dass es Ende Juni, Anfang Juli dann gibt. Werdet ihr erfahren, weil ich werde mit Sicherheit in der Gruppe und über Facebook und überall dann für Werbung machen, wenn es endlich da ist. Ob ich euch wirklich allein lassen kann, Anna, das muss ich mal tatsächlich noch überlegen. Anke, wünsche dir wärmere Nächte, auch mit 2 Hunden und der Decke, weil es auch kalt. Ja, du warst ja auch da, wie es noch kalt war. Ich hoffe auch, dass es wärmer ist. Steffi, eher nicht. Ich weiß, auf was sich das bezieht, Steffi, auf Anna. Hier bist du definitiv auf dem Laufenden. Genau, das ist der Link zum Buch. Da ist ja jetzt noch nicht so viel drauf. Da werden später dann diese ganzen PDFs drauf sein, die es im Buch dann als QR-Code noch gibt.
Und halt genauere Infos und ein Testkapitel, das man vorher lesen kann, ein paar Testimonials von Leuten, die es vorher gelesen haben. Also diese Seite vom Buch gibt's schon. Und spätestens da kannst du dich dann informieren. Aber geplant ist tatsächlich Anfang Juli spätestens. Also ich sag mal Anfang Juli, weil da wird es draus hinauflaufen. Okay. Steffi und Anna, können Sie noch ein bisschen zanken? Ich sage, schönen Abend, war total schön mit euch, total schöner Austausch. Nächsten Webplausch, wenn wir wieder ein normales Hundethema haben, Training, Erziehung, ich weiß es noch nicht, aber es war mir ein wirkliches Anliegen, auch mal über so ein Thema zu sprechen und es war ein sehr, sehr schöner Abend. Danke, euch live zu erleben ist toll, wir kommen wieder. Ja, ich freue mich, dass ihr wiederkommt. Dann bringt noch einige nach Frankenthal mit. Ja, bis dorthin müsste ich sie tatsächlich haben. Das ist Ende Juni. Bis dorthin müsste, wenn der Plan aufgeht und die Druckerei nicht doch länger braucht, wie sie veranschlagt hat, weil das Buch jetzt auch dicker geworden ist. Ich hatte 156 Seiten geplant, es sind 208 geworden. aber also von daher kann es sein, dass sie mal eine Woche länger brauchen, aber die haben wir jetzt schon im Voraus eingeplant. Also ja, wenn ich es bis dahin habe, bringe ich auf jeden Fall natürlich welche mit. Karina, euch auch, Claudia, dir auch, Yvonne, dir auch. Euch allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.